Cameron Diaz verdiente als kalifornisches Model 2000 Dollar am Tag. Ich hatte Zeit. Ihre erste Kinorolle erhielt sie ohne jegliche Schauspielerfahrung. Es hat mich umgehauen. Sie hatte keine Erfahrung, aber sie hatte eine besondere Ausstrahlung. Sie ist ein Naturtalent. Ihre erste Rolle in Die Maske verwandelte Cameron Diaz über Nacht vom Model zum berühmten Filmstar. Camerons Erfolg ist ein Phänomen. Plötzlich war sie ganz oben. Sie ist klug und lässt sich nicht als blondes Dummchen darstellen. Ich fragte sie, wo hast du Schauspielen gelernt? Und sie, gar nicht. Ich war auf keiner Schauspielschule. Ich sagte, dann geh nie auf eine. Ich glaube, der Markt hat sie gebraucht. Cameron ist einfach unglaublich liebenswürdig. Ich denke, das, was man in die Welt ausstrahlt, bekommt man zurück. '93 verdiente Cameron Diaz als erfolgreiches Model 2000 Dollar am Tag. Sie arbeitete für renommierte Kunden wie Calvin Klein, Levi's und Coca-Cola. Wenn man ihre Fotos und Cover ansieht, sieht man, dass die Kamera sie liebt. Das Filmstudio New Line Cinema war auf der Suche nach einer temperamentvollen Schauspielerin für den Film Die Maske. Ich sah ein Drehbuch im Büro meines Agenten und witzelte, dass ich bereit für eine Filmrolle wäre. Diaz' Agent verschaffte ihr das erste Vorsprechen. Ich sprach für eine kleine Rolle vor und sie mochten mich. Cameron Diaz hatte keine schauspielerische Erfahrung, aber Regisseur Chuck Russell war von ihr begeistert. Erst nahmen wir sie nicht ernst, denn sie hatte keine Erfahrung. Aber nach dem ersten Vorsprechen wusste ich, mit diesem Mädchen kann ich arbeiten. Chuck Russell war Cameron Diaz größter Fürsprecher. Er drohte der Filmproduktion sogar mit seiner Kündigung. Ich bezog eine klare Position. Ich hatte noch nie so ein Leinwandpotenzial gesehen wie zwischen Jim und Cameron. Ich sagte, ich habe die Verantwortung für die Regie dieses Films bekommen und so muss er sein. Und wir haben uns geeinigt. Nach 12 Castings gab das Studio endlich nach und Cameron Diaz erschien zum ersten Drehtag mit angespannten Nerven. Die ersten 2 Wochen waren sehr hart. Es gibt Gerüchte, dass Cameron ein Magengeschwür hatte. Und das ist wahr. Aber nicht wegen des Films, sondern wegen der Castings. Das Studio übte Druck aus, weil sie keine unerfahrene Schauspielerin wollten. Ich hatte wirklich keine Schauspielerfahrung. Aber ich hatte Lebenserfahrung und es machte so viel Spaß mit Jim. Er machte es mir leicht und ich ließ mich einfach mitreißen. Regisseur Chuck Russell kreierte einen fulminanten Auftritt für Cameron Diaz. Chuck sagte, mach dir keine Sorgen, ich überlege mir etwas ganz Besonderes. Ich wollte schon immer einer Frau den großartigen Auftritt verschaffen. In der Filmgeschichte sind es oft die ersten Aufnahmen, der erste Auftritt, der eine Person berühmt macht. Marilyn Monroe ist ein Beispiel dafür. Und es war meine Chance bei Cameron, denn ich war sicher, dass sie ein großer Star werden würde. Ich habe getan, was sie mir sagten. Bück dich, bleib stehen, richte dich auf und wirf dein Haar zurück. Ich dachte nicht nach, ich tat es einfach. Und es wurde richtig gut. Es gefiel mir sehr. Er hatte die Szene entworfen und umgesetzt. Es ist nicht nur ein toller Auftritt im Film, sondern auch in der Filmgeschichte. Meine Schauspieler sollen nicht versuchen, sexy auszusehen, denn das ist nicht sexy. Es sind die kleinen Augenblicke, wenn eine Frau ihr Haar oder ihre Strümpfe richtet. Dabei kann man die Schönheit und Verletzbarkeit einfangen, die einem Mann das Herz raubt. Der Charakter musste so rüberkommen, dass Jim beim ersten Treffen die Augen ausfallen und ihm die Zunge bis zum Boden hängt. Sie sollte die heißeste Frau aller Zeiten sein. Ein Charakter wie Jessica Rabbit, aber auf jeden Fall entschärft. Die Maske war ein Riesenerfolg und spielte 120 Millionen Dollar ein. Cameron Diaz erntete Lobeshymnen. Die Presse sprach von einer echten Entdeckung.
Der Filmkritiker und Pulitzer-Preisträger Roger Ebert beschrieb sie als Sexbombe mit einem tollen Gesicht, einem wunderschönen Lächeln und komödiantischem Talent. Mit nur einem Film hatte es Cameron Diaz geschafft. Diese Rolle war toll für mich. Ich hätte auch ohne Gage gespielt. Cameron Diaz wurde am 30. August 1972 im kalifornischen San Diego geboren. Sie ist die zweite Tochter von Emilio und Billy Diaz. Ihr besonderes exotisches Aussehen hat sie von ihren kubanischen und indianischen Vorfahren. Als Cameron noch klein war, zog die Familie an die Küste von Long Beach. Anstatt die Kinder zu Hause zu lassen, nahmen die Eltern sie oft mit auf Partys. Ich wurde als Kind mit einem guten Selbstbewusstsein ausgestattet, vielleicht sogar zu gut. Meine Schwester war immer ein braves Mädchen und ich eher die Quertreiberin. Cameron Diaz war eine leidenschaftliche Sportlerin. Mit ihren Freunden nahm sie 2 Stunden Busfahrt zum Strand in Kauf, um zu surfen. Sie spielte gern Baseball und ging gerne wandern. Die Kinder dachten sich wilde Ballspiele aus. Sie raufte und brach sich als junges Mädchen sogar die Nase. In der Highschool tanzte Cameron Diaz im Cheerleader-Team. Privat trug sie gerne Bandshirts und darüber Flanellhemden, beeinflusst von den Rockbands jener Zeit. Sie war sehr dünn. Die Kinder nannten sie Skelett und es dauerte seine Zeit, bis sie Oberweite bekam. Trotz ihrer schlaksigen Figur bekam Cameron Diaz viele, meist unseriöse Angebote für eine Modelkarriere. Doch einer meinte es ernst. Der Fotograf Jeff Dunas lernte sie auf einer Hollywood-Party kennen und vereinbarte für die 16-Jährige einen Termin bei der Modelagentur Elite. Er gab ihr seine Visitenkarte und sagte, gib die deinen Eltern. Wenn sie mich anrufen, kann ich fragen, ob ich dich für eine Agentur fotografieren darf. Das war seriös. Also rief ihr Vater an und traf sich mit ihm, um die Möglichkeiten zu besprechen. So bekam sie einen Vertrag mit Elite. Eine Woche später bekam Cameron Diaz ihren ersten Auftrag für das Teen Magazine. Ihr erster Modeljob brachte ihr $125 ein. Beim Modeln schießt man immer nur kurze Zeit ein Motiv, dann kommt schon das nächste. Manche Aufgaben beim Modeln mochte sie wirklich nicht, bei anderen war sie ganz frei und die machten ihr Spaß. Cameron Diaz' Teenagerzeit als selbsternannter Rock'n'Roll-Freak endete mit dem Beginn ihrer internationalen Modelkarriere. 1990 wurde Cameron Diaz von einem Fotografen entdeckt und damit begann ihre Modelkarriere. Nach der Highschool reiste sie zur Aufnahme nach Japan. In Japan zahlte man ihr pauschal $10,000. Aber das Geld brauchte sie auch in den 3 Monaten zum Leben. In Japan haben Models einen Chauffeur, kommen in Clubs ohne Eintritt zu zahlen und man bekommt freie Drinks. Denn man ist da, um angeschaut zu werden. Cameron Diaz' Modelkarriere begann zu florieren. Sie jettete um die ganze Welt, von Australien nach Mexiko, von Marokko nach Frankreich. Und sie hatte ihre erste ernsthafte Beziehung mit dem Regisseur Carlos de la Torre. Sie modelte weiter und begann sich für die Schauspielerei zu interessieren. Wollte sie wirklich Schauspielerin werden? Wahrscheinlich so sehr, wie sie Model werden wollte oder Ball spielen, Skateboarden oder Surfen lernte. Für Cameron Diaz ist das Leben ein einziger Spaß. 1993 sprach Cameron Diaz für die Rolle der Tina Carlyle in dem Film Die Maske vor. Ursprünglich wollte das Studio jemand anderen haben, das Ex-Playmate Anna Nicole Smith. Es gab eine Auseinandersetzung mit dem Studio. Die sind natürlich nie einverstanden, wenn ich die Hauptrolle im Film mit einem Mädchen besetzen möchte, das noch nicht einmal in einer Seifenwerbung mitgespielt hat. Die Maske war als Stardebüt für Jim Carrey gedacht, der sich als Kassenmagnet erweisen sollte.
Sie brauchten jemanden als Unterstützung an seiner Seite, einen großen Namen. Das wollten die Produzenten und dann kommt Cameron, die niemand kannte und der fast schlecht wurde bei dem Ganzen. Als ich damals Cameron vorschlug, war es schon ein großes Wagnis, Jim Carrey in der Hauptrolle zu besetzen. Zusätzlich noch eine unbekannte Schauspielerin zu nehmen, war eine echte Herausforderung. In dem Film verwandelt sich ein schüchterner Bankangestellter in einen grüngesichtigen Wirbelwind. Cameron Diaz spielt das Objekt seiner Begierde. Die Maske ist ein Typ, der es im großen Stil krachen lässt. Wenn er geht, kommen Feuerblitze aus seinen Füßen. Er ist ein Typ, der die Wände wackeln lässt. Es dreht sich darum, ob Jim diesem Mädchen trauen kann oder nicht. Ist sie jemand, in die er sich verlieben kann oder nicht? Tina ist eine Nachtclubsängerin und mit einem Gangsterboss liiert. Sie möchte berühmt werden und glaubt an sich. Doch plötzlich bekommt sie Zweifel, denn ihr Freund lässt sie spüren, dass sie alles, was sie erreicht hat, nur ihm verdankt. Erst als sie Stanley Ipkiss begegnet, der braven Seite von Jims Rolle, erkennt sie ihr echtes Potenzial und dass sie ein guter Mensch ist. Russell baute auf Camerons wilde Seite, um der Figur Leben einzuhauchen. Sie hat einen ziemlich abgedrehten Humor. Und trotz ihres sehr amerikanischen Aussehens hat sie auch eine wundervolle kubanische Seite. Sie hat etwas Heißblütiges. Und immer wenn sie etwas zurückhaltend spielte, erinnerte ich sie an das, was sie beim Vorsprechen gezeigt hatte. Und dann war sie da. Auch für ihren Filmpartner Jim Carrey war Cameron Diaz da. Sie kümmerte sich um ihn, als er krank war. Ich sagte ihm, wenn du krank bist, können wir unterbrechen. Wir sind versichert. Es war ein typischer Showbiz-Moment und er sagte, nein, ich schaffe das schon. Cameron pflegte ihn im Wohnwagen. Sie hielt ihm sprichwörtlich den Eimer, wenn er sich übergeben musste. Er war sehr krank, aber zog es trotzdem durch. Das ist das Schöne am Filmemachen. Man ist wie eine kleine Familie. Im Laufe der Zeit wurde die Chemie zwischen Jim und Cameron immer besser und sie wurden richtige Freunde. Trotz ihres Einsatzes hinter den Kulissen und ihrer weiblichen Hauptrolle war Cameron Diaz' Gage bescheiden. Es war schwer, das Studio zu überzeugen, Cameron Diaz zu engagieren, dass ihre Gage nur knapp über dem Durchschnitt lag. Sie hätte als Model mehr verdient, aber sie wollte die Chance. Hoffentlich verdiene ich mit diesem Film so viel wie mit dem Modeln. Cameron Diaz war nicht die Einzige mit einem kleinen Honorar. Jim Carreys Gage für die Maske betrug angeblich nur $540.000. Trotz der geringen Entlohnung machte sich der Film für beide Schauspieler bezahlt. Die Maske feierte vor einem begeisterten Publikum in Cannes Premiere. Als der Film zwei Monate später in die Kinos kam, etablierte sich Jim Carrey als zugkräftiger Filmstar und Cameron Diaz hatte eine beeindruckende Referenz. Während der Dreharbeiten rätselte sie, ob sich irgendjemand für diesen Film interessieren würde. Sie fragte den Regisseur, werden meine Eltern den Film sehen? Natürlich, sagte er. Und wo? Im Kino. So langsam dämmerte es ihr. Ich weiß wirklich nicht, was sie sich dachte. Es war wirklich sehr naiv. Heute lacht sie darüber, aber das zeigt, woher sie kommt. Ich wusste sofort, dass wir einen Hit gelandet hatten. Cameron auch. Nach der ersten Vorführung kam sie und boxte mich auf den Arm, so wie unter Geschwistern. Sie sagte, du hast mir nicht gesagt, wie viel Verantwortung ich hatte. Erst da realisierte sie, dass sie die tragende Figur dieses Films war. Mit der Rolle der Tina Carlyle in Die Maske hatte sich Cameron Diaz vor dem Kinopublikum bewiesen. Jetzt galt es zu zeigen, dass sie keine Eintagsfliege war. 1994 gelang Cameron Diaz mit Die Maske ein sensationelles Filmdebüt. Sie hatte die volle Aufmerksamkeit in Hollywood. Martin Scorsese überlegte, sie für den Film Casino zu besetzen. Cameron Diaz unterschrieb für die Rolle der Sonya Blade in Mortal Kombat. Der Actionfilm basiert auf dem gleichnamigen Videospiel. Aber während des Kampfsporttrainings brach sie sich das Handgelenk und musste aus dem Projekt aussteigen. Sie sprach weiter in Hollywood vor, doch ihr Aussehen stand ihr im Weg.
Ich gehe zu einer Leseprobe und sie sagen, die ist zu hübsch für die Rolle. Es ärgert mich, vor allem, wenn ich weiß, dass ich die Rolle spielen könnte. Cameron Diaz interessierte sich für Independent-Filme. Sie bekam Rollen in Low-Budget-Produktionen wie Die Henkersmahlzeit und Feeling Minnesota. Nach 5 Jahren Beziehung trennte sie sich von Musikregisseur Carlos de la Torre und traf sich mit Vincent D'Onofrio, ihrem Kollegen aus Feeling, Minnesota. Während der Dreharbeiten wohnte sie im selben Hotel wie Matt Dillon, der gerade die Komödie Beautiful Girls drehte. Sie schienen sich damals einfach nur gut zu verstehen. Aber nach einem Jahr ging alles sehr schnell und sie sprach ganz offen darüber. 1996 spielte Cameron Diaz wieder eine Femme Fatale, diesmal in She's the One. Es hat viel Spaß gemacht, die Rolle zu spielen, denn sie ist völlig anders als ich. Es war toll, in ihre Haut zu schlüpfen. Cameron Diaz Co-Darsteller war Ed Burns, der das Drehbuch geschrieben hatte und Regie führte. Sein erster Film Kleine Sünden unter Brüdern hatte sie beeindruckt, deshalb unterschrieb sie für dieses Projekt. Wir hatten sofort einen Draht zueinander und es war einfach etwas, das gut funktionierte. Die Auswahl ihrer Filmrollen machte sich für Cameron Diaz bezahlt. Auf dem jährlichen Show West Kongress wurde sie zum weiblichen Star von morgen gewählt. Dieser Award machte eine Menge Wirbel, denn die Preisverleihung war in Las Vegas. Cameron nahm ihren Preis entgegen, spielte im Casino und amüsierte sich. Sie zeigte sich in der Öffentlichkeit. Das ist Publicity. Als sich Cameron Diaz entschied, wieder bei einem Hollywood-Film mitzumachen, gelang ihr damit eine Sensation. In Die Hochzeit meines besten Freundes spielte sie an der Seite von Julia Roberts. Dies war für sie aufregend und angsteinflößend zugleich. Sie macht das schon so lange und ist eine sehr erfahrene Schauspielerin. Ich bewundere sie und mir schlotterten damals die Knie. Was sie von Julia Roberts lernte, war Professionalität. Wenn sie ans Set kam, schlüpfte Julia immer sofort in ihre Rolle, war konzentriert, konnte ihren Text und wusste genau, was sie tat. Cameron Diaz' Bedenken waren überflüssig. Sie konnte neben Julia Roberts bestehen und gewann sogar noch mehr Fans. Das Magazin Rolling Stone nannte sie unwiderstehlich. Cameron ist göttlich nett und eine wirklich gute Schauspielerin. Sie hat etwas Liebes und fast Außerirdisches an sich. Man kann seinen Blick einfach nicht von ihrem Gesicht lösen. Sie ist ungeheuer begabt und süß. Cameron Diaz spielte eine Braut, deren Hochzeit von der eifersüchtigen Julia Roberts sabotiert wird. Roberts wurde zwar als Zugpferd geworben, doch sie sieht den Film eher als Ensembleleistung. Es war viel Improvisation. Damit so etwas funktioniert, muss man das Glück haben, dass alle ihre Figur und die der anderen wirklich verstehen. Sobald man sich vom Drehbuch entfernt, kann jeder machen, was er will. Und das kann fürchterlich schiefgehen. Man muss schon ein sehr gut aufeinander abgestimmtes Team sein. In Die Hochzeit meines besten Freundes zeigte sie, dass sie als Objekt der Begierde neben Julia Roberts bestehen konnte. Nicht nur das. Letztlich zieht ihr Freund sie Julia Roberts vor. Während der Dreharbeiten besuchte Cameron Diaz auch im echten Leben die Hochzeit ihrer besten Freundin. Sie heiratete während der Drehzeit. Ich sollte dabei sein, also musste der Zeitplan so sein, dass ich da irgendwie hinkam. Nach dem Erfolg des Films unterschrieb Cameron Diaz für eine weitere romantische Komödie, Lebe lieber ungewöhnlich. Der Film wurde von den Machern von Trainspotting und Darsteller Ewan McGregor produziert. Die Erwartungen waren sehr hoch. Da war Ewan McGregor, sie wollte den Film unbedingt machen, hielt das Drehbuch für gut und alles sah großartig aus. Aber der Film war ein Flop auf ganzer Linie, alle Kritiken waren vernichtend. Cameron Diaz hatte wenig Zeit, sich über diesen Reinfall Gedanken zu machen. Ihr nächster Film war der Riesenerfolg Verrückt nach Mary. Sie hat etwas unglaublich Liebenswertes und Warmherziges an sich. Sie ist nett, sehr natürlich, eigentlich perfekt.
Ich glaube, man spürt das, wenn man sie auf der Leinwand sieht. Sie ist ein Knüller. Die Komödie ging an die Grenzen des guten Geschmacks, etablierte Cameron Diaz aber endgültig als Star. Mit Die Hochzeit meines besten Freundes hatte Cameron Diaz 1997 ihren ersten kommerziellen Erfolg seit Die Maske. Anschließend wurde sie zum Vorsprechen für die Titelrolle der Komödie Verrückt nach Mary eingeladen. Das Drehbuch stammte von Peter und Bobby Farrelly. Wir hatten viel Gutes über sie von Jim Carrey gehört. Aber es dauerte einige Zeit, bis wir sie überreden konnten. Denn beim ersten Treffen habe ich es vermasselt. Ich sagte, Cameron, wenn du das spielst, wirst du der größte weibliche Comedy-Star. Und sie sagte, oh, das will ich aber gar nicht. Doch Cameron Diaz konnte dem Drehbuch und dem bizarren Humor der Farrelly-Brüder nicht widerstehen. Wenn ich Drehbücher wie Mary lese, bin ich schockiert und überrascht zugleich. Ich weiß nie, was auf der nächsten Seite passiert. Das haut mich um und fesselt mich. Die Figur der Mary war, wie sich herausstellte, Camerons Persönlichkeit sehr ähnlich. Das wussten wir anfangs aber gar nicht, denn wir kannten sie ja nicht. Wir besetzten sie und lernten sie erst während des Drehs wirklich kennen. Sie ist ein Kumpeltyp, entspannt, witzig, clever, natürlich und cool. Das, worauf wir stehen, eine, die mal ein Bier mit den Jungs trinkt. Cameron Diaz erhielt die Hauptrolle und spielte neben ihrem aktuellen Freund Matt Dillon. Cameron Diaz war die erste, die wir besetzten. Dann haben wir uns nach den anderen Figuren umgesehen. Matt Dillon wollten wir schon lange. Wir hatten aber keine Ahnung, dass die beiden ein Paar waren. Das war uns neu. Ehrlich, wir schwören es bei Gott. Und als wir die zwei zusammenbrachten, waren wir sogar ein bisschen besorgt, ob das zwischen ihnen klappt. W. Earl Brown spielte ihren geistig behinderten Bruder. Bei der ersten Probe spürte ich sofort, dass sie ihre ganze Persönlichkeit einbrachte und die Rolle dadurch belebte. Beim Dreh von Mary hatten alle einen Assistenten, nur sie hatte keinen. Ich weiß noch, es war kurz vor Weihnachten und alle schickten ihre Assistenten los, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Nur sie hat es selbst gemacht. Bei der Arbeit an Drei Engel für Charlie fragte ich sie, hast du mittlerweile einen Assistenten? Ich weiß nicht mehr, ob sie nun einen hatte oder nicht, aber ich bin mir sicher, ihr Leben hat sich sehr verändert, seit sie noch selbst ihre Weihnachtseinkäufe machte. Der Film bot jede Menge derben Humor, vor allem in der Hargeels-Szene, die legendär wurde. Vor dieser einen Szene hatte sie Angst. Sie sagte, ich mache alles in diesem Film, aber davor habe ich Angst. Zum Glück war die Szene auf Anhieb ein Knaller. Nach der ersten Vorführung sagte sie, okay, wir machen es. Es war wirklich mutig von ihr, denn ihre Karriere war kurz vor dem großen Durchbruch. Und zu diesem Zeitpunkt diese Rolle zu spielen, war riskant. Wenn die Leute den Film nicht lustig, sondern abstoßend gefunden hätten, dann wäre es das Ende ihrer Karriere gewesen. Sie wäre diese Szene mit dem Haargel nie wieder losgeworden. Verrückt nach Mary kam 1998 mit großem Erfolg heraus und blieb wochenlang in den Kinocharts. Ich war von ihrem Erfolg nicht überrascht, denn sie hat Mary auf den Punkt getroffen. Und zwar in nur 2 oder 3 Takes. Wir kamen gut voran. Es war alles so mühelos und natürlich. Ich wusste, sie würde ein großer Star werden. Für die Rolle in Verrückt nach Mary wurde Cameron Diaz zum ersten Mal als beste Komödiantin für den Golden Globe nominiert. Es gibt viele Schauspielerinnen, die äußerlich sehr schön sind, aber man erfährt nie, wer sie wirklich sind. Bei Cameron verlieben sich alle in das, was in ihrem Herzen ist. So hübsch sie auch ist, die Menschen lieben vor allem ihr Wesen. Nach Verrückt nach Mary unterschrieb Cameron Diaz für die schwarze Komödie Very Bad Things. Sie spielt eine sehr fordernde Braut und gab zu, dass ihr einige der zwanghaften Handlungen nicht ganz fremd waren.
Ich bin Jungfrau vom Sternzeichen. Damit fängt es schon an. Es äußert sich bei mir nicht auf die gleiche Art. Aber ich bin manchmal zwanghaft, wie ich Dinge falte oder eine Pflanze aufstelle. Das muss dann immer der gleiche Fleck sein. Da steht sie dann und Punkt. Ende der 90er Jahre standen die Regisseure Schlange, um mit Cameron Diaz zu arbeiten. Einer davon war Oscar-Preisträger Oliver Stone. Er traf sie auf einer Golden Globe Party und engagierte sie für eine Rolle in seinem Football-Drama An jedem verdammten Sonntag. Als ehrgeizige Besitzerin eines Football-Teams und Gegenspielerin von Al Pacino war Cameron Diaz ganz in ihrem Element. Als Kind war sie jedes Wochenende beim Football gewesen. Der Film hat mich nicht überzeugt, was nicht an ihr lag. Sie war gut und ich weiß, dass Al Pacino sie gut fand und gern mit ihr arbeitete. Ich habe noch von niemandem gehört, der nicht gerne mit Cameron Diaz gearbeitet hätte. Sie hat wirklich etwas Besonderes, ganz wie Mary. In Being John Malkovich spielt Cameron Diaz die Frau eines Puppenspielers, der im Kopf eines berühmten Schauspielers lebt. Diese Rollenauswahl war typisch Cameron Diaz. Sie wollte beweisen, dass sie nicht nur ein hübsches Gesicht hat, sondern alles spielen kann. Cameron spielte in diesem Film eine junge, völlig unattraktive Frau. Das genaue Gegenteil von dem, was sie in Verrückt nach Mary verkörperte. In Being John Malkovich strahlt sie nichts von dem aus, was einem die Augen rausfallen und die Zunge bis zum Boden hängen lässt, wie in Die Maske. Diese Figur zeigte eine völlig andere Seite von Cameron Diaz. Sie trug kein Make-up und ihr Markenzeichen, das schulterlange blonde Haar, wurde durch eine braune, zerzauste Perücke ersetzt. Selbst Schauspielkollegen waren überrascht. Ich ging in die Maske und sie machten gerade was an ihren Lippen, sodass sie nicht sprechen konnte. Ich setzte mich neben sie, habe sie aber nicht wirklich erkannt. Sie sagte nichts, warf mir aber diesen Hey, wie geht's Blick zu, wie wenn man jemanden trifft und nicht weiß, woher man sich kennt. Als sie dann etwas sagte, wusste ich sofort, dass sie es ist. Aber ich saß bestimmt eine Minute neben ihr und habe es nicht gemerkt. Das zeigte ihre große Bandbreite. Und der Film kam genauso gut an wie vieles andere, was sie gemacht hatte. Die Kritiker waren beeindruckt und Cameron Diaz wurde zum zweiten Mal für einen Golden Globe nominiert. Sie sagte, es gibt eigentlich nur 14 Drehbücher und 14 Geschichten in dieser Stadt, aber Being John Malkovich ist die Nummer 15. Etwas sehr Originelles. Ihre Begleitung bei den Golden Globes war der Musiker und Schauspieler Jared Leto. Mit einem neuen Mann an ihrer Seite, Filmerfolgen und guten Kritiken begann das neue Jahrtausend für Cameron Diaz in Hochstimmung. Das Jahr 2000 begann vielversprechend für Cameron Diaz. Sie war als beste Nebendarstellerin in Being John Malkovich für den Golden Globe nominiert und hatte eine begehrte Rolle neben Lucy Liu und Drew Barrymore in Drei Engel für Charlie ergattert. Sie hatte gezeigt, dass sie eine Sexbombe sein konnte und romantische Komödien genauso wie seriöse Dramen spielen konnte. Und jetzt spielte sie zusammen mit Lucy Liu und Drew Barrymore in Drei Engel für Charlie. Die Kinoversion der Fernsehserie aus den 70er Jahren war ein Kassenschlager. Der Film hatte jede Menge weiblicher Fans und brachte dem Trio einen MTV Award für das beste Leinwandteam ein. Leute kamen zu mir und sagten, meine Tochter bewundert sie. Sie sind ihre Heldin. Das war wirklich das erste Mal, dass ich so etwas gehört habe. Die männlichen Zuschauer waren vor allem von der Idee eines Actionfilms mit weiblichen Helden fasziniert. Männer sehen sie gerne. Sie ist sexy, attraktiv, neckisch und hat ein umwerfendes Lächeln. Frauen nehmen sie anders wahr. Sie sehen ihren Humor, ihre spielerische Haltung, dieses ausgelassene Blitzen in ihren Augen, das sagt, schaut her, ich spiele in Drei Engel für Charlie. Ich mache die verrücktesten Sachen und habe Spaß dabei. Auch Cameron Diaz nächster Auftrag kam gut an. 2001 lieh sie Prinzessin Fiona ihre Stimme in dem Oscar-prämierten Animationsfilm Shrek. Tagsüber ist Fiona eine Prinzessin,
aber jede Nacht verwandelt sie sich in ein Ungeheuer. Ich liebe die Botschaft des Films. Man kann Menschen nicht nur aufgrund ihres Aussehens beurteilen. Manchmal fühlen wir uns wie eine Prinzessin, aber meistens fühlen wir uns wie ein Ungeheuer. Und Prinzessin Fiona lernt, dass sie sich trotzdem so akzeptieren kann, wie sie ist. Der Film basiert auf einem Kinderbuch von William Steig. Er machte sich über die klassischen Märchen wie Schneewittchen und Aschenputtel lustig. Die ersten Aufnahmen für die Titelfigur Shrek hatte noch Chris Farley gesprochen. Nach seinem Tod 1997 wurde er durch Mike Myers ersetzt. Weitere Rollen übernahmen Eddie Murphy und John Lithgow. Die Autoren und Animateure haben großartige Arbeit geleistet. Da Eddie, Cameron, John und ich nie im selben Raum waren, war es unmöglich, viel zu improvisieren. Cameron Diaz erhielt für ihre Arbeit fast 3 Millionen Dollar. Keine schlechte Gage für eine Synchronsprecherin. Ihre nächste Rolle stellte eine größere Herausforderung für sie dar. Cameron Diaz spielte Tom Cruise' eifersüchtige Liebhaberin in dem Psychothriller Vanilla Sky. Für diese Rolle erhielt Cameron Diaz eine weitere Golden Globe-Nominierung, die dritte in 4 Jahren. Bis 2002 hatte Cameron Diaz an einer beachtlichen Reihe von Kinohits mitgewirkt. Die Maske, Die Hochzeit meines besten Freundes, Verrückt nach Mary und 3 Engel für Charlie hatten alle zusammen mehr als 100 Millionen Dollar eingespielt. Kein Wunder, dass sie immer höhere Gagen forderte. Man bekommt, was man kann. Dein Agent verhandelt und versucht, so viel wie möglich herauszuholen. Cameron Diaz bekam 15 Millionen Dollar für ihre Rolle in Super Süß und Super Sexy. Sie und ihre Kolleginnen Christina Applegate und Selma Blair spielen Freundinnen auf der Suche nach der großen Liebe. In diesem Film durften wir einfach Spaß haben und den Leuten zeigen, hey, wir sind Mädchen, so gehen Mädchen miteinander um und so sprechen Mädchen miteinander. Wenn ich jeden Tag mit ihr arbeiten könnte, würde ich sogar dafür zahlen. Der Film enthält viele gewagte Szenen. Mit Camerons und Christinas Rückhalt konnte ich ohne Probleme schlüpfrige Szenen spielen. Aber als meine Mutter den Film sah, fragte sie mich, was hast du dir dabei gedacht? Thomas Jane spielt Cameron Diaz' große Liebe. Sie ist sehr schwierig. Sie ist launisch, muffig, unpünktlich und kommt nicht aus ihrem Wohnwagen raus. Immer will sie Szenen nochmal drehen. Warum? Das war doch ein perfekter Kuss. Warum nochmal? Alle fanden es großartig. Aber Cameron will es nochmal machen. Wir hatten ständig solche Auseinandersetzungen. Obwohl Super Süß und Super Sexy an der Kinokasse enttäuschte, tat das Cameron Diaz Marktwert keinen Abbruch. Sie war nach wie vor eine gefragte Schauspielerin. Dann kam Regisseur Martin Scorsese. 2002 war Cameron Diaz Lächeln auf fast allen Titelseiten zu sehen. Doch sie war wieder auf der Suche nach einer Herausforderung. Sie setzte sich gegen ihre Konkurrentinnen Heather Graham und Christina Ricci für die Rolle einer Taschendiebin in Gangs of New York durch. In diesem Film spielten so große Stars wie Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis und Liam Neeson. Regie führte Martin Scorsese. Ich wollte mindestens einmal mit ihm im selben Zimmer sein. Und dann durfte ich für 6 Monate mit ihm nach Rom fahren. Martin Scorsese wollte sie unbedingt für Gangs of New York haben. Bis zu ihrem Vorsprechen hatte er davon selbst keine Ahnung. Es hatten schon viele Schauspieler vorgesprochen. Aber als Leonardo DiCaprio Cameron sah, leuchteten seine Augen. Die beiden kannten sich und er mochte sie. Scorsese bemerkte das und sagte später, dass er Cameron vor allem wegen Leos Reaktion ausgewählt hatte. In ihrer Rolle der Jenny Everdeen musste sie mit irischem Akzent sprechen. Es war kein starker irischer Akzent. Wir haben ihn ein wenig geschliffen. Die Figuren leben ja in New York und treffen in ihrem Viertel auf alle möglichen Dialekte. Es war nur ein leichter Unterton, aber es hat Spaß gemacht.
Während sie im Film eine Taschendiebin spielte, überraschte Cameron Diaz im echten Leben zwei Diebe in ihrem Hotelzimmer in Rom. Ich kann Menschen nicht verstehen, die andere berauben. Cameron Diaz erhielt ihre vierte Golden Globe-Nominierung in 5 Jahren. Nur eine Oscar-Nominierung blieb weiterhin aus. Wir werden noch viel von Cameron Diaz sehen. Sie kann noch weiter wachsen und wenn sie hart und ernsthaft daran arbeitet, wird sie vielleicht noch nominiert. Auch ohne Oscar-Nominierung stand Cameron Diaz kurz davor, eine der bestbezahlten Schauspielerinnen der Filmgeschichte zu werden. Nach einem fulminanten Start in das neue Jahrtausend nahm sich Cameron Diaz eine Auszeit. Beim Surfunterricht auf Hawaii brach sie sich zum 4. Mal die Nase. Diese Frau hat ein so tolles Gesicht. Nur die Nase könnte etwas schöner geformt sein. Aber es macht nichts. Sie hat ein Charaktergesicht. Einige Jahre später entschloss sich Cameron Diaz, ihre Nase operieren zu lassen. Der Grund für die Operation war nicht Eitelkeit, sondern eines der Nasenlöcher war verstopft. Sie konnte nur noch durch eine Seite atmen und das ist nicht gesund. Als Cameron Diaz nach einem Jahr Auszeit wieder an die Arbeit ging, schrieb sie Hollywood-Geschichte. In weniger als einem Jahrzehnt hatte sie sich zum Kassenmagnet entwickelt. Ihre Filme spielten weltweit mehr als 4 Milliarden Dollar ein. Kein Wunder, dass sie ihre Gage für den zweiten Teil von Drei Engel für Charlie, volle Power neu verhandelte. Nach Julia Roberts erreichte Cameron Diaz als zweite Schauspielerin die 20 Millionen Dollar Marke. Dass Cameron die zweite Frau wurde, die 20 Millionen Dollar für einen Film bekam, überraschte mich nicht wirklich. Das entspricht ihrem Marktwert. 20 Millionen war bislang die höchste Gage für eine Frau, also verlangte sie es. Geld regiert diese Stadt. Für den zweiten Teil des Actionfilms musste Cameron Diaz in Topform sein. Das Filmplakat betonte ihre Vorzüge und ihre schlanke Figur. Es geht darum, wie man sich in seinem Körper fühlt. Und ich fühle mich am wohlsten, nicht unbedingt, wenn ich allen gefalle, sondern wenn ich kräftig bin und mich gut ernähre. Mit ihrer Figur schrieb Cameron Diaz auch andere Schlagzeilen. Aus ihrer Modelzeit in Japan waren pikante Fotos aufgetaucht. Der Fotograf John Rutter erpresste Cameron Diaz mit einer Forderung von 3,5 Millionen Dollar. Er drohte, die Bilder meistbietend zu verkaufen. Er wurde angeklagt und 2005 zu knapp 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Richter untersagte, die Fotos jemals zu veröffentlichen. Wenn man jung und naiv ist, dann passieren solche Dinge. Frauen, die mit dem Modeln anfangen, sollten sich solche Bilder zweimal überlegen, denn genau so etwas kann passieren. Nach Drei Engel für Charlie, volle Power, bekam Cameron Diaz weitere 10 Millionen Dollar, um Shrek 2 zu vertonen. Nach 4 Jahren Beziehung hatte sie sich von ihrem Freund Jared Leto getrennt und ihre Verlobung gelöst. Der neue Mann an ihrer Seite war Justin Timberlake. Die beiden hatten sich bei den Kids' Choice Awards kennengelernt. Das ehemalige NSYNC-Mitglied ist 9 Jahre jünger als die Schauspielerin. Die Verliebten wurden zur begehrten Zielscheibe der Paparazzi. 2004 wurden sie in Los Angeles von 2 Fotografen des Raubes und der Körperverletzung beschuldigt. Die beiden hatten den Paparazzi eine Kamera entwendet und der Polizei übergeben. Im September 2006 stieß Cameron Diaz ein weiteres Mal mit der Klatschpresse zusammen und zeigte einen Fotografen wegen Körperverletzung an. Sie liebt Fotografen, aber sie mag keine Paparazzi. Sie macht einen Unterschied. Auf dem roten Teppich kennt sie die Fotografen. Sie weiß, dass sie hart arbeiten. Sie kennt sie, weiß, was sie brauchen und gibt es ihnen. Aber wenn plötzlich einer aus dem Gebüsch springt und sie in Gefahr bringt, dann ist das eine völlig andere Geschichte. Trotzdem besuchte Cameron Diaz das Toronto Film Festival, um für ihren neuen Film In den Schuhen meiner Schwester zu werben. Zusammen mit Toni Collette spielt sie ein zerstrittenes Geschwisterpaar.
Cameron Diaz empfahl Regisseur Curtis Hanson, bekannt durch 8 Mile, für die Verfilmung des Bestsellers von Jennifer Weiner. Als ich es las, hatte ich sie die ganze Zeit im Kopf. Wer könnte diesen Charakter besser spielen als sie? Man erlaubt ihr alles aufgrund ihres Aussehens und die Männer reagieren auf sie. Die Tatsache, dass Cameron die Rolle unbedingt spielen wollte, bestärkte mich darin, dass sie auch den dunklen Aspekt dieser Figur zeigen wollte. Wenige Tage vor der Premiere des Films nahm Cameron Diaz an einer Benefizveranstaltung zugunsten der Opfer von Hurricane Katrina teil. Wir haben uns zusammengetan, um etwas erreichen zu können. Wir haben uns zur Verfügung gestellt, damit Geld gesammelt werden konnte. Jeder hilft Einzelnen so gut er kann. Aber es ist auch wichtig, dass wir zusammenhelfen. Wir werden in der Zukunft noch viel leisten müssen. Cameron Diaz ist nicht nur für den Hurricane-Hilfsfonds aktiv. Sie unterstützt auch diverse Umweltschutzprojekte. Auf MTV produzierte und moderierte sie die Sendung Trippin'. Jede Woche reiste sie mit einem prominenten Gast in ein gefährdetes Gebiet der Welt. Aber auch aus diesem Projekt machte die Presse eine Negativschlagzeile. Der MTV-Produzent Shane Nickerson ist verheiratet. Es gibt ein Foto, auf dem Cameron Diaz Shane umarmt. Das war ganz unschuldig. Doch die Presse machte daraus, die beiden haben eine Affäre und so weiter. Es hat ihrer Beziehung zu Justin geschadet. Dabei ist es nicht wahr. Und es hat Shane Nickersons Ehe und Familie belastet. Cameron Diaz und Shane Nickerson dementierten die Behauptungen und verklagten die Zeitschrift wegen Verleumdung. Das hat sie so geärgert, dass sie sich sagte, jetzt reicht es. Ich lasse das nicht zu. Ich lasse mir nicht ständig Skandale andichten. Familien müssen wegen einer unschuldigen Umarmung leiden. Wir werden sie in ihre Schranken weisen. Und das tat sie auch. Mit Erfolg. Sie hatte also eine sehr interessante Beziehung zur Klatschpresse. Völlig skandalfrei war ihr Überraschungsbesuch an der Stanford University, an der sie eine Vorlesung über umweltfreundliches Design hielt. Im Dezember 2006 spielte sie mit Jude Law in der romantischen Komödie Liebe braucht keine Ferien. Die besten Ferien sind, wenn ich mit Freunden oder meiner Familie verreisen kann. Einfach mit Menschen zusammen sein, die ich liebe. Unsere ganze Familie verbringt gemeinsam eine Woche. Das sind meine liebsten Ferien. Der Großteil des Films Liebe braucht keine Ferien wurde in und um London gedreht. Ich weiß nicht, wie Cameron England gefiel. Sie soll ja schon mal hier gewesen sein. Ich bezweifle das. Mir schien, sie hatte es ziemlich eilig, zurück zu Sonne und Strand in Kalifornien zu kommen. In Los Angeles stand Cameron Diaz wieder im Mittelpunkt, als ihre Trennung von Justin Timberlake bekannt wurde. Ich finde es traurig, was mit ihr geschehen ist. Ich weiß, dass sie genau das nicht wollte. Sie wollte keine Schlagzeilen in der Klatschpresse und dass alle ihr Liebesleben verfolgen. Ihre Karriere ist einmalig. Vom Wildfang zum Model und weiter zur Schauspielerin. In ihren ersten Jahren in der Filmbranche hat sie mehr erreicht als die meisten in ihrem ganzen Leben. Cameron ist so erfolgreich, weil sie ein Naturtalent ist. Sie hat Star-Qualitäten und ist bescheiden. Sie ist wie eine alte Freundin. Es sind erst 13 Jahre, aber es scheint, als hätte sie einen Weg gefunden, glücklich, sorglos und frei zu sein und gute Projekte zu machen. Sie hat einen guten Sinn für Humor und eine eigene Art von Courage, die man in ihrer Arbeit spürt. Das ist die echte Cameron Diaz. Cameron Diaz kann alles machen. Ihre Karriere wird noch viele Jahre andauern, denn es geht nicht nur um ihr Aussehen, wirklich nicht. Ich betone es noch einmal, es gibt 1 Million schöne Mädchen da draußen, aber die könnten nicht die Mary spielen. Cameron Diaz hat in Hollywood Barrieren eingerissen und anderen Schauspielerinnen den Weg zur finanziellen Gleichberechtigung geebnet. Heute ist sie glücklich, dass sie die Nerven hatte, Tina Carlyle in Die Maske zu spielen. Sonst hätte womöglich eine weniger eindrucksvolle Blondine die Rolle erhalten.
Was man ins Universum ausstrahlt, kommt auch zu einem zurück. Und zur Sicherheit klopfe ich auf Holz. Zu gut. Meine Schwester war immer ein braves Mädchen und ich eher die Quertreiberin. Cameron Diaz war eine leidenschaftliche Sportlerin. Mit ihren Freunden nahm sie 2 Stunden Busfahrt zum Strand in Kauf, um zu surfen. Sie spielte gern Baseball und ging gerne wandern. Die Kinder dachten sich wilde Ballspiele aus. Sie raufte und brach sich als junges Mädchen sogar die Nase. In der Highschool tanzte Cameron Diaz im Cheerleader-Team. Privat trug sie gerne Bandshirts und darüber Flanellhemden, beeinflusst von den Rockbands jener Zeit. Sie war sehr dünn. Die Kinder nannten sie Skelett und es dauerte seine Zeit, bis sie Oberweite bekam. Trotz ihrer schlaksigen Figur bekam Cameron Diaz viele, meist unseriöse Angebote für eine Modelkarriere. Doch einer meinte es ernst. Der Fotograf Jeff Dunas lernte sie auf einer Hollywood-Party kennen und vereinbarte für die 16-Jährige einen Termin bei der Modelagentur Elite. Er gab ihr seine Visitenkarte und sagte, gib die deinen Eltern. Wenn sie mich anrufen, kann ich fragen, ob ich dich für eine Agentur fotografieren darf. Das war seriös. Also rief ihr Vater an und traf sich mit ihm, um die Möglichkeiten zu besprechen. So bekam sie einen Vertrag mit Elite. Eine Woche später bekam Cameron Diaz ihren ersten Auftrag für das Teen Magazine. Ihr erster Modeljob brachte ihr $125 ein. Beim Modeln schießt man immer nur kurze Zeit ein Motiv, dann kommt schon das nächste. Manche Aufgaben beim Modeln mochte sie wirklich nicht, bei anderen war sie ganz frei und die machten ihr Spaß. Cameron Diaz Teenagerzeit als selbsternannter Rock'n'Roll-Freak endete mit dem Beginn ihrer internationalen Modelkarriere. 1990 wurde Cameron Diaz von einem Fotografen entdeckt und damit begann ihre Modelkarriere. Nach der Highschool reiste sie zur Aufnahme nach Japan. In Japan zahlte man ihr pauschal $10,000. Aber das Geld brauchte sie auch in den 3 Monaten zum Leben. In Japan haben Models einen Chauffeur, kommen in Clubs ohne Eintritt zu zahlen und man bekommt freie Drinks. Denn man ist da, um angeschaut zu werden. Cameron Diaz' Modelkarriere begann zu florieren. Sie jettete um die ganze Welt, von Australien nach Mexiko, von Marokko nach Frankreich. Und sie hatte ihre erste ernsthafte Beziehung mit dem Regisseur Carlos de la Torre. Sie modelte weiter und begann sich für die Schauspielerei zu interessieren. Wollte sie wirklich Schauspielerin werden? Wahrscheinlich so sehr, wie sie Model werden wollte oder Ball spielen, Skateboarden oder Surfen lernte. Für Cameron Diaz ist das Leben ein einziger Spaß. 1993 sprach Cameron Diaz für die Rolle der Tina Carlyle in dem Film Die Maske vor. Ursprünglich wollte das Studio jemand anderen haben, das Ex-Playmate Anna Nicole Smith. Es gab eine Auseinandersetzung mit dem Studio. Die sind natürlich nie einverstanden, wenn ich die Hauptrolle im Film mit einem Mädchen besetzen möchte, das noch nicht einmal in einer Seifenwerbung mitgespielt hat. Die Maske war als Stardebüt für Jim Carrey gedacht, der sich als Kassenmagnet erweisen sollte. Sie brauchten jemanden als Unterstützung an seiner Seite, einen großen Namen. Das wollten die Produzenten und dann kommt Cameron, die niemand kannte und der fast schlecht wurde bei dem Ganzen. Als ich damals Cameron vorschlug, war es schon ein großes Wagnis, Jim Carrey in der Hauptrolle zu besetzen. Zusätzlich noch eine unbekannte Schauspielerin zu nehmen, war eine echte Herausforderung. In dem Film verwandelt sich ein schüchterner Bankangestellter in einen grüngesichtigen Wirbelwind. Cameron Diaz spielt das Objekt seiner Begierde.
Die Maske ist ein Typ, der es im großen Stil krachen lässt. Wenn er geht, kommen Feuerblitze aus seinen Füßen. Er ist ein Typ, der die Wände wackeln lässt. Es dreht sich darum, ob Jim diesem Mädchen trauen kann oder nicht. Ist sie jemand, in die er sich verlieben kann oder nicht? Tina ist eine Nachtclubsängerin und mit einem Gangsterboss liiert. Sie möchte berühmt werden und glaubt an sich. Doch plötzlich bekommt sie Zweifel, denn ihr Freund lässt sie spüren, dass sie alles, was sie erreicht hat, nur ihm verdankt. Erst als sie Stanley Ipkiss begegnet, der braven Seite von Jims Rolle, erkennt sie ihr echtes Potenzial und dass sie ein guter Mensch ist. Russell baute auf Camerons wilde Seite, um der Figur Leben einzuhauchen. Sie hat einen ziemlich abgedrehten Humor. Und trotz ihres sehr amerikanischen Aussehens hat sie auch eine wundervolle kubanische Seite. Sie hat etwas Heißblütiges. Und immer wenn sie etwas zurückhaltend spielte, erinnerte ich sie an das, was sie beim Vorsprechen gezeigt hatte. Und dann war sie da. Auch für ihren Filmpartner Jim Carrey war Cameron Diaz da. Sie kümmerte sich um ihn, als er krank war. Ich sagte ihm, wenn du krank bist, können wir unterbrechen. Wir sind versichert. Es war ein typischer Showbiz-Moment und er sagte, nein, ich schaffe das schon. Cameron pflegte ihn im Wohnwagen. Sie hielt ihm sprichwörtlich den Eimer, wenn er sich übergeben musste. Er war sehr krank. Aber es gibt viele Schauspielerinnen, die äußerlich sehr schön sind, aber man erfährt nie, wer sie wirklich sind. Bei Cameron verlieben sich alle in das, was in ihrem Herzen ist. So hübsch sie auch ist, die Menschen lieben vor allem ihr Wesen. Nach Verrückt nach Mary unterschrieb Cameron Diaz für die schwarze Komödie Very Bad Things. Sie spielt eine sehr fordernde Braut und gab zu, dass ihr einige der zwanghaften Handlungen nicht ganz fremd waren. Ich bin Jungfrau vom Sternzeichen. Damit fängt es schon an. Es äußert sich bei mir nicht auf die gleiche Art. Aber ich bin manchmal zwanghaft, wie ich Dinge falte oder eine Pflanze aufstelle. Das muss dann immer der gleiche Fleck sein. Da steht sie dann und Punkt. Ende der 90er Jahre standen die Regisseure Schlange, um mit Cameron Diaz zu arbeiten. Einer davon war Oscar-Preisträger Oliver Stone. Er traf sie auf einer Golden Globe Party und engagierte sie für eine Rolle in seinem Football-Drama An jedem verdammten Sonntag. Als ehrgeizige Besitzerin eines Football-Teams und Gegenspielerin von Al Pacino war Cameron Diaz ganz in ihrem Element. Als Kind war sie jedes Wochenende beim Football gewesen. Der Film hat mich nicht überzeugt, was nicht an ihr lag. Sie war gut und ich weiß, dass Al Pacino sie gut fand und gern mit ihr arbeitete. Ich habe noch von niemandem gehört, der nicht gerne mit Cameron Diaz gearbeitet hätte. Sie hat wirklich etwas Besonderes, ganz wie Mary. In Being John Malkovich spielt Cameron Diaz die Frau eines Puppenspielers, der im Kopf eines berühmten Schauspielers lebt. Diese Rollenauswahl war typisch Cameron Diaz. Sie wollte beweisen, dass sie nicht nur ein hübsches Gesicht hat, sondern alles spielen kann. Cameron spielte in diesem Film eine junge, völlig unattraktive Frau. Das genaue Gegenteil von dem, was sie in Verrückt nach Mary verkörperte. In Being John Malkovich strahlt sie nichts von dem aus, was einem die Augen rausfallen und die Zunge bis zum Boden hängen lässt, wie in Die Maske. Diese Figur zeigte eine völlig andere Seite von Cameron Diaz. Sie trug kein Make-up und ihr Markenzeichen, das schulterlange blonde Haar, wurde durch eine braune, zerzauste Perücke ersetzt. Selbst Schauspielkollegen waren überrascht. Ich ging in die Maske und sie machten gerade was an ihren Lippen, sodass sie nicht sprechen konnte. Ich setzte mich neben sie, habe sie aber nicht wirklich erkannt. Sie sagte nichts, warf mir aber diesen Hey, wie geht's Blick zu, wie wenn man jemanden trifft und nicht weiß, woher man sich kennt. Als sie dann etwas sagte, wusste ich sofort, dass sie es ist. Aber ich saß bestimmt eine Minute neben ihr und habe es nicht gemerkt. Das zeigte ihre große Bandbreite. Und der Film kam genauso gut an wie vieles andere, was sie gemacht hatte.
Die Kritiker waren beeindruckt und Cameron Diaz wurde zum zweiten Mal für einen Golden Globe nominiert. Sie sagte, es gibt eigentlich nur 14 Drehbücher und 14 Geschichten in dieser Stadt, aber Being John Malkovich ist die Nummer 15. Etwas sehr Originelles. Ihre Begleitung bei den Golden Globes war der Musiker und Schauspieler Jared Leto. Mit einem neuen Mann an ihrer Seite, Filmerfolgen und guten Kritiken begann das neue Jahrtausend für Cameron Diaz in Hochstimmung. Das Jahr 2000 begann vielversprechend für Cameron Diaz. Sie war als beste Nebendarstellerin in Being John Malkovich für den Golden Globe nominiert und hatte eine begehrte Rolle neben Lucy Liu und Drew Barrymore in Drei Engel für Charlie ergattert. Sie hatte gezeigt, dass sie eine Sexbombe sein konnte und romantische Komödien genauso wie seriöse Dramen spielen konnte. Und jetzt spielte sie zusammen mit Lucy Liu und Drew Barrymore in Drei Engel für Charlie. Die Kinoversion der Fernsehserie aus den 70er Jahren war ein Kassenschlager. Der Film hatte jede Menge weiblicher Fans und brachte dem Trio einen MTV Award für das beste Leinwandteam ein. Leute kamen zu mir und sagten, meine Tochter bewundert sie. Sie sind ihre Heldin. Das war wirklich das erste Mal, dass ich so etwas gehört habe. Die männlichen Zuschauer waren vor allem von der Idee eines Actionfilms mit weiblichen Helden fasziniert. Männer sehen sie gerne. Sie ist sexy, attraktiv, neckisch und hat ein umwerfendes Lächeln. Frauen nehmen sie anders wahr. Sie sehen ihren Humor, ihre spielerische Haltung, dieses ausgelassene Blitzen in ihren Augen, das sagt, schaut her, ich spiele in Drei Engel für Charlie. Ich mache die verrücktesten Sachen und habe Spaß dabei. Auch Cameron Diaz' nächster Auftrag kam gut an. 2001 lieh sie Prinzessin Fiona ihre Stimme in dem Oscar-prämierten Animationsfilm Shrek. Tagsüber ist Fiona eine Prinzessin, aber jede Nacht verwandelt sie sich in ein Ungeheuer. Ich liebe die Botschaft des Films. Man kann Menschen nicht nur aufgrund ihres Aussehens beurteilen. Manchmal fühlen wir uns wie eine Prinzessin, aber meistens fühlen wir uns wie ein Ungeheuer. Und Prinzessin Fiona lernt, dass sie sich trotzdem so akzeptieren kann, wie sie ist. Der Film basiert auf einem Kinderbuch von Cameron Diaz verdiente als kalifornisches Model 2000 Dollar am Tag. Ich hatte Zeit. Ihre erste Kinorolle erhielt sie ohne jegliche Schauspielerfahrung. Es hat mich umgehauen. Sie hatte keine Erfahrung, aber sie hatte eine besondere Ausstrahlung. Sie ist ein Naturtalent. Ihre erste Rolle in Die Maske verwandelte Cameron Diaz über Nacht vom Model zum berühmten Filmstar. Camerons Erfolg ist ein Phänomen. Plötzlich war sie ganz oben. Sie ist klug und lässt sich nicht als blondes Dummchen darstellen. Ich fragte sie, wo hast du Schauspielen gelernt? Und sie, gar nicht. Ich war auf keiner Schauspielschule. Ich sagte, dann geh nie auf eine. Ich glaube, der Markt hat sie gebraucht. Cameron ist einfach unglaublich liebenswürdig. Ich denke, das, was man in die Welt ausstrahlt, bekommt man zurück. '93 verdiente Cameron Diaz als erfolgreiches Model 2000 Dollar am Tag. Sie arbeitete für renommierte Kunden wie Calvin Klein, Levi's und Coca-Cola. Wenn man ihre Fotos und Cover ansieht, sieht man, dass die Kamera sie liebt. Das Filmstudio New Line Cinema war auf der Suche nach einer temperamentvollen Schauspielerin für den Film Die Maske. Ich sah ein Drehbuch im Büro meines Agenten und witzelte, dass ich bereit für eine Filmrolle wäre. Diaz Agent verschaffte ihr das erste Vorsprechen. Ich sprach für eine kleine Rolle vor und sie mochten mich. Cameron Diaz hatte keine schauspielerische Erfahrung, aber Regisseur Chuck Russell war von ihr begeistert. Erst nahmen wir sie nicht ernst, denn sie hatte keine Erfahrung.
Aber nach dem ersten Vorsprechen wusste ich, mit diesem Mädchen kann ich arbeiten. Chuck Russell war Cameron Diaz größter Fürsprecher. Er drohte der Filmproduktion sogar mit seiner Kündigung. Ich bezog eine klare Position. Ich hatte noch nie so ein Leinwandpotenzial gesehen wie zwischen Jim und Cameron. Ich sagte, ich habe die Verantwortung für die Regie dieses Films bekommen und so muss er sein. Und wir haben uns geeinigt. Nach 12 Castings gab das Studio endlich nach und Cameron Diaz erschien zum ersten Drehtag mit angespannten Nerven. Die ersten 2 Wochen waren sehr hart. Es gibt Gerüchte, dass Cameron ein Magengeschwür hatte. Das ist wahr, aber nicht wegen des Films, sondern wegen der Castings. Das Studio übte Druck aus, weil sie keine unerfahrene Schauspielerin wollten. Ich hatte wirklich keine Schauspielerfahrung, aber ich hatte Lebenserfahrung und es machte so viel Spaß mit Jim. Er machte es mir leicht und ich ließ mich einfach mitreißen. Regisseur Chuck Russell kreierte einen fulminanten Auftritt für Cameron Diaz. Chuck sagte, mach dir keine Sorgen, ich überlege mir etwas ganz Besonderes. Ich wollte schon immer einer Frau den großartigen Auftritt verschaffen. In der Filmgeschichte sind es oft die ersten Aufnahmen, der erste Auftritt, der eine Person berühmt macht. Marilyn Monroe ist ein Beispiel dafür. Und es war meine Chance bei Cameron, denn ich war sicher, dass sie ein großer Star werden würde. Ich habe getan, was sie mir sagten. Bück dich, bleib stehen, richte dich auf und wirf dein Haar zurück. Ich dachte nicht nach, ich tat es einfach. Und es wurde richtig gut. Es gefiel mir sehr. Er hatte die Szene entworfen und umgesetzt. Es ist nicht nur ein toller Auftritt im Film, sondern auch in der Filmgeschichte. Meine Schauspieler sollen nicht versuchen, sexy auszusehen, denn das ist nicht sexy. Es sind die kleinen Augenblicke, wenn eine Frau ihr Haar oder ihre Strümpfe richtet. Dabei kann man die Schönheit und Verletzbarkeit einfangen, die einem Mann das Herz raubt. Der Charakter musste so rüberkommen, dass Jim beim ersten Treffen die Augen ausfallen und ihm die Zunge bis zum Boden hängt. Sie sollte die heißeste Frau aller Zeiten sein. Ein Charakter wie Jessica Rabbit, aber auf jeden Fall entschärft. Die Maske war ein Riesenerfolg und spielte 120 Millionen Dollar ein. Cameron Diaz erntete Lobeshymnen. Die Presse sprach von einer echten Entdeckung. Der Filmkritiker und Pulitzer-Preisträger Roger Ebert beschrieb sie als Sexbombe mit einem tollen Gesicht, einem wunderschönen Lächeln und komödiantischem Talent. Mit nur einem Film hatte es Cameron Diaz geschafft. Diese Rolle war toll für mich. Ich hätte auch ohne Gage gespielt. Cameron Diaz wurde am 30. August 1972 im kalifornischen San Diego geboren. Sie ist die zweite Tochter von Emilio und Billy Diaz. Ihr besonderes exotisches Aussehen hat sie von ihren kubanischen und indianischen Vorfahren. Als Cameron noch klein war, zog die Familie an die Küste von Long Beach. Anstatt die Kinder zu Hause zu lassen, nahmen die Eltern sie oft mit auf Partys. Ich wurde als Kind mit einem guten Selbstbewusstsein ausgestattet. Vielleicht zog es trotzdem durch. Das ist das Schöne am Filmemachen. Man ist wie eine kleine Familie. Im Laufe der Zeit wurde die Chemie zwischen Jim und Cameron immer besser und sie wurden richtige Freunde. Trotz ihres Einsatzes hinter den Kulissen und ihrer weiblichen Hauptrolle war Cameron Diaz' Gage bescheiden. Es war schwer, das Studio zu überzeugen, Cameron Diaz zu engagieren, dass ihre Gage nur knapp über dem Durchschnitt lag. Sie hätte als Model mehr verdient, aber sie wollte die Chance. Hoffentlich verdiene ich mit diesem Film so viel wie mit dem Modeln. Cameron Diaz war nicht die Einzige mit einem kleinen Honorar. Jim Carreys Gage für die Maske betrug angeblich nur 540.000 Dollar. Trotz der geringen Entlohnung machte sich der Film für beide Schauspieler bezahlt. Die Maske feierte vor einem begeisterten Publikum in Cannes Premiere. Als der Film 2 Monate später in die Kinos kam, etablierte sich Jim Carrey als zugkräftiger Filmstar und Cameron Diaz hatte eine beeindruckende Referenz.
Während der Dreharbeiten rätselte sie, ob sich irgendjemand für diesen Film interessieren würde. Sie fragte den Regisseur, werden meine Eltern den Film sehen? Natürlich, sagte er. Und wo? Im Kino. So langsam dämmerte es ihr. Ich weiß wirklich nicht, was sie sich dachte. Es war wirklich sehr naiv. Heute lacht sie darüber, aber das zeigt, woher sie kommt. Ich wusste sofort, dass wir einen Hit gelandet hatten. Cameron auch. Nach der ersten Vorführung kam sie und boxte mich auf den Arm, so wie unter Geschwistern. Sie sagte, du hast mir nicht gesagt, wie viel Verantwortung ich hatte. Erst da realisierte sie, dass sie die tragende Figur dieses Films war. Mit der Rolle der Tina Carlyle in Die Maske hatte sich Cameron Diaz vor dem Kinopublikum bewiesen. Jetzt galt es zu zeigen, dass sie keine Eintagsfliege war. 1994 gelang Cameron Diaz mit Die Maske ein sensationelles Filmdebüt. Sie hatte die volle Aufmerksamkeit in Hollywood. Martin Scorsese überlegte, sie für den Film Casino zu besetzen. Cameron Diaz unterschrieb für die Rolle der Sonya Blade in Mortal Kombat. Der Actionfilm basiert auf dem gleichnamigen Videospiel. Aber während des Kampfsporttrainings brach sie sich das Handgelenk und musste aus dem Projekt aussteigen. Sie sprach weiter in Hollywood vor, doch ihr Aussehen stand ihr im Weg. Ich gehe zu einer Leseprobe und sie sagen, die ist zu hübsch für die Rolle. Es ärgert mich, vor allem, wenn ich weiß, dass ich die Rolle spielen könnte. Cameron Diaz interessierte sich für Independent-Filme. Sie bekam Rollen in Low-Budget-Produktionen wie Die Henkersmahlzeit und Feeling Minnesota. Nach 5 Jahren Beziehung trennte sie sich von Musikregisseur Carlos de la Torre und traf sich mit Vincent D'Onofrio, ihrem Kollegen aus Feeling Minnesota. Während der Dreharbeiten wohnte sie im selben Hotel wie Matt Dillon, der gerade die Komödie Beautiful Girls drehte. Sie schienen sich damals einfach nur gut zu verstehen. Aber nach einem Jahr ging alles sehr schnell und sie sprach ganz offen darüber. 1996 spielte Cameron Diaz wieder eine Femme Fatale, diesmal in She's the One. Es hat viel Spaß gemacht, die Rolle zu spielen, denn sie ist völlig anders als ich. Es war toll, in ihre Haut zu schlüpfen. Cameron Diaz Co-Darsteller war Ed Burns, der das Drehbuch geschrieben hatte und Regie führte. Sein erster Film Kleine Sünden unter Brüdern hatte sie beeindruckt. Deshalb unterschrieb sie für dieses Projekt. Wir hatten sofort einen Draht zueinander und es war einfach etwas, das gut funktionierte. Die Auswahl ihrer Filmrollen machte sich für Cameron Diaz bezahlt. Auf dem jährlichen Show West Kongress wurde sie zum weiblichen Star von morgen gewählt. Dieser Award machte eine Menge Wirbel, denn die Preisverleihung war in Las Vegas. Cameron nahm ihren Preis entgegen, spielte im Casino und amüsierte sich. Sie zeigte sich in der Öffentlichkeit. Das ist Publicity. Als sich Cameron Diaz entschied, wieder bei einem Hollywood-Film mitzumachen, gelang ihr damit eine Sensation. In Die Hochzeit meines besten Freundes spielte sie an der Seite von Julia Roberts. Dies war für sie aufregend und angsteinflößend zugleich. Sie macht das schon so lange und ist eine sehr erfahrene Schauspielerin. Ich bewundere sie und mir schlotterten damals die Knie. Was sie von Julia Roberts lernte, war Professionalität. Wenn sie ans Set kam, schlüpfte Julia immer sofort in ihre Rolle, war konzentriert, konnte ihren Text und wusste genau, was sie tat. Cameron Diaz' Bedenken waren überflüssig. Sie konnte neben Julia Roberts bestehen und gewann sogar noch mehr Fans. Das Magazin Rolling Stone nannte sie unwiderstehlich. Cameron ist göttlich nett und eine wirklich gute Schauspielerin. Sie hat etwas Liebes und fast Außerirdisches an sich. Man kann seinen Blick einfach nicht von ihrem Gesicht lösen. Sie ist ungeheuer begabt und süß. Cameron Diaz spielte eine Braut, deren Hochzeit von der eifersüchtigen Julia Roberts sabotiert wird.
Roberts wurde zwar als Zugpferd geworben, doch sie sieht den Film eher als Ensembleleistung. Es war viel Improvisation. Damit so etwas funktioniert, muss man das Glück haben, dass alle ihre Figur und die der anderen wirklich verstehen. Sobald man sich vom Drehbuch entfernt, kann jeder machen, was er will. Und das kann fürchterlich schiefgehen. Man muss schon ein sehr gut aufeinander abgestimmtes Team sein. In Die Hochzeit meines besten Freundes zeigte sie, dass sie als Objekt der Begierde neben Julia Roberts bestehen konnte. Nicht nur das. Letztlich zieht ihr Freund sie Julia Roberts vor. Während der Dreharbeiten besuchte Cameron Diaz auch im echten Leben die Hochzeit ihrer besten Freundin. Sie heiratete während der Drehzeit. Ich sollte dabei sein, also musste der Zeitplan so sein, dass ich da irgendwie hinkam. Nach dem Erfolg des Films unterschrieb Cameron Diaz für eine weitere romantische Komödie, Lebe lieber ungewöhnlich. Der Film wurde von den Machern von Trainspotting und Darsteller Ewan McGregor produziert. Die Erwartungen waren sehr hoch. Da war Ewan McGregor, sie wollte den Film unbedingt machen, hielt das Drehbuch für gut und alles sah großartig aus. Aber der Film war ein Flop auf ganzer Linie, alle Kritiken waren vernichtend. Cameron Diaz hatte wenig Zeit, sich über diesen Reinfall Gedanken zu machen. Ihr nächster Film war der Riesenerfolg Verrückt nach Mary. Sie hat etwas unglaublich Liebenswertes und Warmherziges an sich. Sie ist nett, sehr natürlich, eigentlich perfekt. Ich glaube, man spürt das, wenn man sie auf der Leinwand sieht. Sie ist ein Knüller. Die Komödie ging an die Grenzen des guten Geschmacks, etablierte Cameron Diaz aber endgültig als Star. Mit Die Hochzeit meines besten Freundes hatte Cameron Diaz 1997 ihren ersten kommerziellen Erfolg seit Die Maske. Anschließend wurde sie zum Vorsprechen für die Titelrolle der Komödie Verrückt nach Mary eingeladen. Das Drehbuch stammte von Peter und Bobby Farrelly. Wir hatten viel Gutes über sie von Jim Carrey gehört. Aber es dauerte einige Zeit, bis wir sie überreden konnten. Denn beim ersten Treffen habe ich es vermasselt. Ich sagte, Cameron, wenn du das spielst, wirst du der größte weibliche Comedy-Star. Und sie sagte, oh, das will ich aber gar nicht. Doch Cameron Diaz konnte dem Drehbuch und dem bizarren Humor der Farrelly-Brüder nicht widerstehen. Wenn ich Drehbücher wie Mary lese, bin ich schockiert und überrascht zugleich. Ich weiß nie, was auf der nächsten Seite passiert. Das haut mich um und fesselt mich. Die Figur der Mary war, wie sich herausstellte, Camerons Persönlichkeit sehr ähnlich. Das wussten wir anfangs aber gar nicht, denn wir kannten sie ja nicht. Wir besetzten sie und lernten sie erst während des Drehs wirklich kennen. Sie ist ein Kumpeltyp, entspannt, witzig, clever, natürlich und cool. Das, worauf wir stehen, eine, die mal ein Bier mit den Jungs trinkt. Cameron Diaz erhielt die Hauptrolle und spielte neben ihrem aktuellen Freund Matt Dillon. Cameron Diaz war die erste, die wir besetzten. Dann haben wir uns nach den anderen Figuren umgesehen. Matt Dillon wollten wir schon lange. Wir hatten aber keine Ahnung, dass die beiden ein Paar waren. Das war uns neu. Ehrlich, wir schwören es bei Gott. Und als wir die zwei zusammenbrachten, waren wir sogar ein bisschen besorgt, ob das zwischen ihnen klappt. W. Earl Brown spielte ihren geistig behinderten Bruder. Bei der ersten Probe spürte ich sofort, dass sie ihre ganze Persönlichkeit einbrachte und die Rolle dadurch belebte. Beim Dreh von Mary hatten alle einen Assistenten, nur sie hatte keinen. Ich weiß noch, es war kurz vor Weihnachten und alle schickten ihre Assistenten los, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Nur sie hat es selbst gemacht. Bei der Arbeit an Drei Engel für Charlie fragte ich sie, hast du mittlerweile einen Assistenten? Ich weiß nicht mehr, ob sie nun einen hatte oder nicht, aber ich bin mir sicher, ihr Leben hat sich sehr verändert, seit sie noch selbst ihre Weihnachtseinkäufe machte. Der Film bot jede Menge derben Humor, vor allem in der Haargel-Szene, die legendär wurde.
Vor dieser einen Szene hatte sie Angst. Sie sagte, ich mache alles in diesem Film, aber davor habe ich Angst. Zum Glück war die Szene auf Anhieb ein Knaller. Nach der ersten Vorführung sagte sie, okay, wir machen es. Es war wirklich mutig von ihr, denn ihre Karriere war kurz vor dem großen Durchbruch. Und zu diesem Zeitpunkt diese Rolle zu spielen, war riskant. Wenn die Leute den Film nicht lustig, sondern abstoßend gefunden hätten, dann wäre es das Ende ihrer Karriere gewesen. Sie wäre diese Szene mit dem Haargel nie wieder losgeworden. Verrückt nach Mary kam 1998 mit großem Erfolg heraus und blieb wochenlang in den Kinocharts. Ich war von ihrem Erfolg nicht überrascht, denn sie hat Mary auf den Punkt getroffen. Und zwar in nur 2 oder 3 Takes. Wir kamen gut voran. Es war alles so mühelos und natürlich. Ich wusste, sie würde ein großer Star werden. Für die Rolle in Verrückt nach Mary wurde Cameron Diaz zum ersten Mal als beste Komödiantin für den Golden Globe nominiert. Von Freunden nahm sie 2 Stunden Busfahrt zum Strand in Kauf, um zu surfen. Sie spielte gern Baseball und ging gerne wandern. Die Kinder dachten sich wilde Ballspiele aus. Sie raufte und brach sich als junges Mädchen sogar die Nase. In der High School tanzte Cameron Diaz im Cheerleader-Team. Privat trug sie gerne Bandshirts und darüber Flanellhemden, beeinflusst von den Rockbands jener Zeit. Sie war sehr dünn. Die Kinder nannten sie Skelett und es dauerte seine Zeit, bis sie Oberweite bekam. Trotz ihrer schlaksigen Figur bekam Cameron Diaz viele, meist unseriöse Angebote für eine Modelkarriere. Doch einer meinte es ernst. Der Fotograf Jeff Dunas lernte sie auf einer Hollywood-Party kennen und vereinbarte für die 16-Jährige einen Termin bei der Modelagentur Elite. Er gab ihr seine Visitenkarte und sagte, gib die deinen Eltern. Wenn sie mich anrufen, kann ich fragen, ob ich dich für eine Agentur fotografieren darf. Das war seriös. Also rief ihr Vater an und traf sich mit ihm, um die Möglichkeiten zu besprechen. So bekam sie einen Vertrag mit Elite. Eine Woche später bekam Cameron Diaz ihren ersten Auftrag für das Teen Magazine. Ihr erster Modeljob brachte ihr $125 ein. Beim Modeln schießt man immer nur kurze Zeit ein Motiv, dann kommt schon das nächste. Manche Aufgaben beim Modeln mochte sie wirklich nicht, bei anderen war sie ganz frei und die machten ihr Spaß. Cameron Diaz' Teenagerzeit als selbsternannter Rock'n'Roll-Freak endete mit dem Beginn ihrer internationalen Modelkarriere. 1990 wurde Cameron Diaz von einem Fotografen entdeckt und damit begann ihre Modelkarriere. Nach der Highschool reiste sie zur Aufnahme nach Japan. In Japan zahlte man ihr pauschal $10.000. Aber das Geld brauchte sie auch in den 3 Monaten zum Leben. In Japan haben Models einen Chauffeur, kommen in Clubs ohne Eintritt zu zahlen und man bekommt freie Drinks. Denn man ist da, um angeschaut zu werden. Cameron Diaz' Modelkarriere begann zu florieren. Sie jettete um die ganze Welt, von Australien nach Mexiko, von Marokko nach Frankreich. Und sie hatte ihre erste ernsthafte Beziehung mit dem Regisseur Carlos de la Torre. Sie modelte weiter und begann sich für die Schauspielerei zu interessieren. Wollte sie wirklich Schauspielerin werden? Wahrscheinlich so sehr, wie sie Model werden wollte oder Ball spielen, Skateboarden oder Surfen lernte. Für Cameron Diaz ist das Leben ein... Cameron Diaz hatte wenig Zeit, sich über diesen Reinfall Gedanken zu machen. Ihr nächster Film war der Riesenerfolg Verrückt nach Mary. Sie hat etwas unglaublich Liebenswertes und Warmherziges an sich. Sie ist nett, sehr natürlich, eigentlich perfekt. Ich glaube, man spürt das, wenn man sie auf der Leinwand sieht. Sie ist ein Knüller. Die Komödie ging an die Grenzen des guten Geschmacks, etablierte Cameron Diaz aber endgültig als Star.
Mit Die Hochzeit meines besten Freundes hatte Cameron Diaz 1997 ihren ersten kommerziellen Erfolg seit Die Maske. Anschließend wurde sie zum Vorsprechen für die Titelrolle der Komödie Verrückt nach Mary eingeladen. Das Drehbuch stammte von Peter und Bobby Farrelly. Wir hatten viel Gutes über sie von Jim Carrey gehört. Aber es dauerte einige Zeit, bis wir sie überreden konnten. Denn beim ersten Treffen habe ich es vermasselt. Ich sagte, Cameron, wenn du das spielst, wirst du der größte weibliche Comedy-Star. Und sie sagte, oh, das will ich aber gar nicht. Doch Cameron Diaz konnte dem Drehbuch und dem bizarren Humor der Farrelly-Brüder nicht widerstehen. Wenn ich Drehbücher wie Mary lese, bin ich schockiert und überrascht zugleich. Ich weiß nie, was auf der nächsten Seite passiert. Das haut mich um und fesselt mich. Die Figur der Mary war, wie sich herausstellte, Camerons Persönlichkeit sehr ähnlich. Das wussten wir anfangs aber gar nicht, denn wir kannten sie ja nicht. Wir besetzten sie und lernten sie erst während des Drehs wirklich kennen. Sie ist ein Kumpeltyp, entspannt, witzig, clever, natürlich und cool. Das, worauf wir stehen, eine, die mal ein Bier mit den Jungs trinkt. Cameron Diaz erhielt die Hauptrolle und spielte neben ihrem aktuellen Freund Matt Dillon. Cameron Diaz war die erste, die wir besetzten. Dann haben wir uns nach den anderen Figuren umgesehen. Matt Dillon wollten wir schon lange. Wir hatten aber keine Ahnung, dass die beiden ein Paar waren. Das war uns neu. Ehrlich, wir schwören es bei Gott. Und als wir die zwei zusammenbrachten, waren wir sogar ein bisschen besorgt, ob das zwischen ihnen klappt. W. Earl Brown spielte ihren geistig behinderten Bruder. Bei der ersten Probe spürte ich sofort, dass sie ihre ganze Persönlichkeit einbrachte und die Rolle dadurch belebte. Beim Dreh von Mary hatten alle einen Assistenten, nur sie hatte keinen. Ich weiß noch, es war kurz vor Weihnachten und alle schickten ihre Assistenten los, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Nur gedacht, der sich als Kassenmagnet erweisen sollte. Sie brauchten jemanden als Unterstützung an seiner Seite, einen großen Namen. Das wollten die Produzenten und dann kommt Cameron, die niemand kannte und der fast schlecht wurde bei dem Ganzen. Als ich damals Cameron vorschlug, war es schon ein großes Wagnis, Jim Carrey in der Hauptrolle zu besetzen. Zusätzlich noch eine unbekannte Schauspielerin zu nehmen, war eine echte Herausforderung. In dem Film verwandelt sich ein schüchterner Bankangestellter in einen grüngesichtigen Wirbelwind. Cameron Diaz spielt das Objekt seiner Begierde. Die Maske ist ein Typ, der es im großen Stil krachen lässt. Wenn er geht, kommen Feuerblitze aus seinen Füßen. Er ist ein Typ, der die Wände wackeln lässt. Es dreht sich darum, ob Jim diesem Mädchen trauen kann oder nicht. Ist sie jemand, in die er sich verlieben kann oder nicht? Tina ist eine Nachtclub-Sängerin und mit einem Gangsterboss liiert. Sie möchte berühmt werden und glaubt an sich. Doch plötzlich bekommt sie Zweifel, denn ihr Freund lässt sie spüren, dass sie alles, was sie erreicht hat, nur ihm verdankt. Erst als sie Stanley Ipkiss begegnet, der braven Seite von Jims Rolle, erkennt sie ihr echtes Potenzial und dass sie ein guter Mensch ist. Russell baute auf Camerons wilde Seite, um der Figur Leben einzuhauchen. Sie hat einen ziemlich abgedrehten Humor. Und trotz ihres sehr amerikanischen Aussehens hat sie auch eine wundervolle kubanische Seite. Sie hat etwas Heißblütiges. Und immer wenn sie etwas zurückhaltend spielte, erinnerte ich sie an das, was sie beim Vorsprechen gezeigt hatte. Und dann war sie da. Auch für ihren Filmpartner Jim Carrey war Cameron Diaz da. Sie kümmerte sich um ihn, als er krank war. Ich sagte ihm, wenn du krank bist, können wir unterbrechen. Wir sind versichert. Es war ein typischer Showbiz-Moment und er sagte, nein, ich schaffe das schon. Cameron pflegte ihn im Wohnwagen. Sie hielt ihm sprichwörtlich den Eimer, wenn er sich übergeben musste. Er war sehr krank, aber zog es trotzdem durch. Das ist das Schöne am Filmemachen. Man ist wie eine kleine Familie. Im Laufe der Zeit wurde die Chemie zwischen Jim und Cameron immer besser und sie wurden richtige Freunde.
Trotz ihres Einsatzes hinter den Kulissen und ihrer weiblichen Hauptrolle war Cameron Diaz' Gage bescheiden. Es war schwer, das Studio zu überzeugen, Cameron Diaz zu engagieren, dass ihre Gage nur knapp über dem Durchschnitt lag. Sie hätte als Model mehr verdient, aber sie wollte die Chance. Hoffentlich verdiene ich mit diesem Film so viel wie mit dem Modeln. Cameron Diaz war nicht die Einzige mit einem kleinen Honorar. Jim Carreys Gage für die mobilen Freundinnen auf der Suche nach der großen Liebe. In diesem Film durften wir einfach Spaß haben und den Leuten zeigen, hey, wir sind Mädchen, so gehen Mädchen miteinander um und so sprechen Mädchen miteinander. Wenn ich jeden Tag mit ihr arbeiten könnte, würde ich sogar dafür zahlen. Der Film enthält viele gewagte Szenen. Mit Camerons und Christinas Rückhalt konnte ich ohne Probleme schlüpfrige Szenen spielen. Aber als meine Mutter den Film sah, fragte sie mich, was hast du dir dabei gedacht? Thomas Jane spielt Cameron Diaz' große Liebe. Sie ist sehr schwierig. Sie ist launisch, muffig, unpünktlich und kommt nicht aus ihrem Wohnwagen raus. Immer will sie Szenen nochmal drehen. Warum? Das war doch ein perfekter Kuss. Warum nochmal? Alle fanden es großartig. Aber Cameron will es nochmal machen. Wir hatten ständig solche Auseinandersetzungen. Obwohl Super Süß und Super Sexy an der Kinokasse enttäuschte, tat das Cameron Diaz Marktwert keinen Abbruch. Sie war nach wie vor eine gefragte Schauspielerin. Dann kam Regisseur Martin Scorsese. 2002 war Cameron Diaz Lächeln auf fast allen Titelseiten zu sehen. Doch sie war wieder auf der Suche nach einer Herausforderung. Sie setzte sich gegen ihre Konkurrentinnen Heather Graham und Christina Ricci für die Rolle einer Taschendiebin in Gangs of New York durch. In diesem Film spielten so große Stars wie Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis und Liam Neeson. Regie führte Martin Scorsese. Ich wollte mindestens einmal mit ihm im selben Zimmer sein. Und dann durfte ich für 6 Monate mit ihm nach Rom fahren. Martin Scorsese wollte sie unbedingt für Gangs of New York haben. Bis zu ihrem Vorsprechen hatte er davon selbst keine Ahnung. Es hatten schon viele Schauspieler vorgesprochen. Aber als Leonardo DiCaprio Cameron sah, leuchteten seine Augen. Die beiden kannten sich und er mochte sie. Scorsese bemerkte das und sagte später, dass er Cameron vor allem wegen Leos Reaktion ausgewählt hatte. In ihrer Rolle der Jenny Everdeen musste sie mit irischem Akzent sprechen. Es war kein starker irischer Akzent. Wir haben ihn ein wenig geschliffen. Die Figuren leben ja in New York und treffen in ihrem Viertel auf alle möglichen Dialekte. Es war nur ein leichter Unterton, aber es hat Spaß gemacht. Während sie im Film eine Taschendiebin spielte, überraschte Cameron Diaz im echten Leben 2 Diebe in ihrem Hotelzimmer in Rom. Romantische Komödien genauso wie seriöse Dramen spielen konnte. Und jetzt spielte sie zusammen mit Lucy Liu und Drew Barrymore in 3 Engel für Charlie. Die Kinoversion der Fernsehserie aus den 70er Jahren war ein Kassenschlager. Der Film hatte jede Menge weiblicher Fans und brachte dem Trio einen MTV Award für das beste Leinwandteam ein. Leute kamen zu mir und sagten, meine Tochter bewundert sie, sie sind ihre Heldin. Das war wirklich das erste Mal, dass ich so etwas gehört habe. Die männlichen Zuschauer waren vor allem von der Idee eines Actionfilms mit weiblichen Helden fasziniert. Männer sehen sie gerne. Sie ist sexy, attraktiv, neckisch und hat ein umwerfendes Lächeln. Frauen nehmen sie anders wahr. Sie sehen ihren Humor, ihre spielerische Haltung, dieses ausgelassene Blitzen in ihren Augen, das sagt, schaut her, ich spiele in 3 Engel für Charlie. Ich mache die verrücktesten Sachen und habe Spaß dabei. Auch Cameron Diaz' nächster Auftrag kam gut an. 2001 lieh sie Prinzessin Fiona ihre Stimme in dem Oscar-prämierten Animationsfilm Shrek. Tagsüber ist Fiona eine Prinzessin, aber jede Nacht verwandelt sie sich in ein Ungeheuer. I love the message that it sends out.
Ich liebe die Botschaft des Films. Man kann Menschen nicht nur aufgrund ihres Aussehens beurteilen. Manchmal fühlen wir uns wie eine Prinzessin, aber meistens fühlen wir uns wie ein Ungeheuer. Und Prinzessin Fiona lernt, dass sie sich trotzdem so akzeptieren kann, wie sie ist. Der Film basiert auf einem Kinderbuch von Cameron Diaz verdiente als kalifornisches Model 2000 Dollar am Tag. Ich hatte Zeit. Ihre erste Kinorolle erhielt sie ohne jegliche Schauspielerfahrung. Es hat mich umgehauen. Sie hatte keine Erfahrung, aber sie hatte eine besondere Ausstrahlung. Sie ist ein Naturtalent. Ihre erste Rolle in Die Maske verwandelte Cameron Diaz über Nacht vom Model zum berühmten Filmstar. Camerons Erfolg ist ein Phänomen. Plötzlich war sie ganz oben. Sie ist klug und lässt sich nicht als blondes Dummchen darstellen. Ich fragte sie, wo hast du Schauspielen gelernt? Und sie, gar nicht. Ich war auf keiner Schauspielschule. Ich sagte, dann geh nie auf eine. Ich glaube, der Markt hat sie gebraucht. Cameron ist einfach unglaublich liebenswürdig. Ich denke, das, was man in die Welt ausstrahlt, bekommt man zurück. Sie Oberweite bekam. Trotz ihrer schlaksigen Figur bekam Cameron Diaz viele, meist unseriöse Angebote für eine Modelkarriere. Doch einer meinte es ernst. Der Fotograf Jeff Dunas lernte sie auf einer Hollywood-Party kennen und vereinbarte für die 16-Jährige einen Termin bei der Modelagentur Elite. Er gab ihr seine Visitenkarte und sagte, gib die deinen Eltern. Wenn sie mich anrufen, kann ich fragen, ob ich dich für eine Agentur fotografieren darf. Das war seriös. Also rief ihr Vater an und traf sich mit ihm, um die Möglichkeiten zu besprechen. So bekam sie einen Vertrag mit Elite. Eine Woche später bekam Cameron Diaz ihren ersten Auftrag für das Teen Magazine. Ihr erster Modeljob brachte ihr 125 Dollar ein. Beim Modeln schießt man immer nur kurze Zeit ein Motiv, dann kommt schon das nächste. Manche Aufgaben beim Modeln mochte sie wirklich nicht, bei anderen war sie ganz frei und die machten ihr Spaß. Cameron Diaz Teenagerzeit als selbsternannter Rock'n'Roll-Freak endete mit dem Beginn ihrer internationalen Modelkarriere. 1990 wurde Cameron Diaz von einem Fotografen entdeckt und damit begann ihre Modelkarriere. Nach der Highschool reiste sie zur Aufnahme nach Japan. In Japan zahlte man ihr pauschal 10.000 Dollar. Aber das Geld brauchte sie auch in den 3 Monaten zum Leben. In Japan haben Models einen Chauffeur, kommen in Clubs ohne Eintritt zu zahlen und man bekommt freie Drinks. Denn man ist da, um angeschaut zu werden. Cameron Diaz' Modelkarriere begann zu florieren. Sie jettete um die ganze Welt, von Australien nach Mexiko, von Marokko nach Frankreich. Und sie hatte ihre erste ernsthafte Beziehung mit dem Regisseur Carlos de la Torre. Sie modelte weiter und begann sich für die Schauspielerei zu interessieren. Wollte sie wirklich Schauspielerin werden? Wahrscheinlich so sehr, wie sie Model werden wollte oder Ball spielen, Skateboarden oder Surfen lernte. Für Cameron Diaz ist das Leben ein einziger Spaß. 1993 sprach Cameron Diaz für die Rolle der Tina Carlyle in dem Film Die Maske vor. Ursprünglich wollte das Studio jemand anderen haben, das Ex-Playmate Anna Nicole Smith. Es gab eine Auseinandersetzung mit dem Studio. Die sind natürlich nie einverstanden, wenn ich die Hauptrolle im Film mit einem Mädchen besetzen möchte, das noch nicht einmal in einer Seifenwerbung mitgespielt hat. Die Maske war als Stardebüt für Jim Carrey gedacht, der sich als Kassenmagnet erweisen sollte. Sie brauchten jemanden auf die gleiche Art, aber ich bin manchmal zwanghaft, wie ich Dinge falte oder eine Pflanze aufstelle. Das muss dann immer der gleiche Fleck sein, da steht sie dann und Punkt. Ende der 90er Jahre standen die Regisseure Schlange, um mit Cameron Diaz zu arbeiten. Einer davon war Oscar-Preisträger Oliver Stone.
Er traf sie auf einer Golden Globe Party und engagierte sie für eine Rolle in seinem Football-Drama An jedem verdammten Sonntag. Als ehrgeizige Besitzerin eines Football-Teams und Gegenspielerin von Al Pacino war Cameron Diaz ganz in ihrem Element. Als Kind war sie jedes Wochenende beim Football gewesen. Der Film hat mich nicht überzeugt, was nicht an ihr lag. Sie war gut und ich weiß, dass Al Pacino sie gut fand und gern mit ihr arbeitete. Ich habe noch von niemandem gehört, der nicht gerne mit Cameron Diaz gearbeitet hätte. Sie hat wirklich etwas Besonderes, ganz wie Mary. In Being John Malkovich spielt Cameron Diaz die Frau eines Puppenspielers, der im Kopf eines berühmten Schauspielers lebt. Diese Rollenauswahl war typisch Cameron Diaz. Sie wollte beweisen, dass sie nicht nur ein hübsches Gesicht hat, sondern alles spielen kann. Cameron spielte in diesem Film eine junge, völlig unattraktive Frau. Das genaue Gegenteil von dem, was sie in Verrückt nach Mary verkörperte. In Being John Malkovich strahlt sie nichts von dem aus, was einem die Augen rausfallen und die Zunge bis zum Boden hängen lässt, wie in Die Maske. Diese Figur zeigte eine völlig andere Seite von Cameron Diaz. Sie trug kein Make-up und ihr Markenzeichen, das schulterlange blonde Haar, wurde durch eine braune, zerzauste Perücke ersetzt. Selbst Schauspielkollegen waren überrascht. Ich ging in die Maske und sie machten gerade was an ihren Lippen, sodass sie nicht sprechen konnte. Ich setzte mich neben sie, habe sie aber nicht wirklich erkannt. Sie sagte nichts, warf mir aber diesen Hey, wie geht's Blick zu, wie wenn man jemanden trifft und nicht weiß, woher man sich kennt. Als sie dann etwas sagte, wusste ich sofort, dass sie es ist. Aber ich saß bestimmt eine Minute neben ihr und habe es nicht gemerkt. Das zeigte ihre große Bandbreite. Und der Film kam genauso gut an wie vieles andere, was sie gemacht hatte. Die Kritiker waren beeindruckt und Cameron Diaz wurde zum zweiten Mal für einen Golden Globe nominiert. Sie sagte, es gibt eigentlich nur 14 Drehbücher und 14 Geschichten in dieser Stadt, aber Being John Malkovich ist die Nummer 15, etwas sehr Originelles. Ihre Begleitung bei den Golden Globe. Bei Cameron verlieben sich alle in das, was in ihrem Herzen ist. So hübsch sie auch ist, die Menschen lieben vor allem ihr Wesen. Nach Verrückt nach Mary unterschrieb Cameron Diaz für die schwarze Komödie Very Bad Things. Sie spielt eine sehr fordernde Braut und gab zu, dass ihr einige der zwanghaften Handlungen nicht ganz fremd waren. Ich bin Jungfrau vom Sternzeichen. Damit fängt es schon an. Es äußert sich bei mir nicht auf die gleiche Art. Aber ich bin manchmal zwanghaft, wie ich Dinge falte oder eine Pflanze aufstelle. Das muss dann immer der gleiche Fleck sein. Da steht sie dann und Punkt. Ende der 90er Jahre standen die Regisseure Schlange, um mit Cameron Diaz zu arbeiten. Einer davon war Oscar-Preisträger Oliver Stone. Er traf sie auf einer Golden Globe Party und engagierte sie für eine Rolle in seinem Football-Drama An jedem verdammten Sonntag. Als ehrgeizige Besitzerin eines Football-Teams und Gegenspielerin von Al Pacino war Cameron Diaz ganz in ihrem Element. Als Kind war sie jedes Wochenende beim Football gewesen. Der Film hat mich nicht überzeugt, was nicht an ihr lag. Sie war gut und ich weiß, dass Al Pacino sie gut fand und gern mit ihr arbeitete. Ich habe noch von niemandem gehört, der nicht gerne mit Cameron Diaz gearbeitet hätte. Sie hat wirklich etwas Besonderes, ganz wie Mary. In Being John Malkovich spielt Cameron Diaz die Frau eines Puppenspielers, der im Kopf eines berühmten Schauspielers lebt. Diese Rollenauswahl war typisch Cameron Diaz. Sie wollte beweisen, dass sie nicht nur ein hübsches Gesicht hat, sondern alles spielen kann. Cameron spielte in diesem Film eine junge, völlig unattraktive Frau. Das genaue Gegenteil von dem, was sie in Verrückt nach Mary verkörperte. In Being John Malkovich strahlt sie nichts von dem aus, was einem die Augen rausfallen und die Zunge bis zum Boden hängen lässt, wie in Die Maske.
Diese Figur zeigte eine völlig andere Seite von Cameron Diaz. Sie trug kein Make-up und ihr Markenzeichen, das schulterlange blonde Haar, wurde durch eine braune, zerzauste Perücke ersetzt. Selbst Schauspielkollegen waren überrascht. Ich ging in die Maske und sie machten gerade was an ihren Lippen, sodass sie nicht sprechen konnte. Ich setzte mich neben sie, habe sie aber nicht wirklich erkannt. Sie sagte nichts, warf mir aber diesen »Hey, wie geht's?« Blick zu, wie wenn man jemanden trifft und nicht weiß, woher man sich kennt. Als sie dann etwas sagte, wusste ich sofort, dass sie es ist. Aber ich saß bestimmt eine Minute neben ihr und habe es nicht gemerkt. Kam sie und boxte mich auf den Arm, so wie unter Geschwistern. Sie sagte, du hast mir nicht gesagt, wie viel Verantwortung ich hatte. Erst da realisierte sie, dass sie die tragende Figur dieses Films war. Mit der Rolle der Tina Carlyle in Die Maske hatte sich Cameron Diaz vor dem Kinopublikum bewiesen. Jetzt galt es zu zeigen, dass sie keine Eintagsfliege war. 1994 gelang Cameron Diaz mit Die Maske ein sensationelles Filmdebüt. Sie hatte die volle Aufmerksamkeit in Hollywood. Martin Scorsese überlegte, sie für den Film Casino zu besetzen. Cameron Diaz unterschrieb für die Rolle der Sonya Blade in Mortal Kombat. Der Actionfilm basiert auf dem gleichnamigen Videospiel. Aber während des Kampfsporttrainings brach sie sich das Handgelenk und musste aus dem Projekt aussteigen. Sie sprach weiter in Hollywood vor, doch ihr Aussehen stand ihr im Weg. Ich gehe zu einer Leseprobe und sie sagen, die ist zu hübsch für die Rolle. Es ärgert mich, vor allem, wenn ich weiß, dass ich die Rolle spielen könnte. Cameron Diaz interessierte sich für Independent-Filme. Sie bekam Rollen in Low-Budget-Produktionen wie Die Henkersmahlzeit und Feeling Minnesota. Nach 5 Jahren Beziehung trennte sie sich von Musikregisseur Carlos de la Torre und traf sich mit Vincent D'Onofrio, ihrem Kollegen aus Feeling Minnesota. Während der Dreharbeiten wohnte sie im selben Hotel wie Matt Dillon, der gerade die Komödie Beautiful Girls drehte. Sie schienen sich damals einfach nur gut zu verstehen. Aber nach einem Jahr ging alles sehr schnell und sie sprach ganz offen darüber. 1996 spielte Cameron Diaz wieder eine Femme Fatale, diesmal in She's the One. Es hat viel Spaß gemacht, die Rolle zu spielen, denn sie ist völlig anders als ich. Es war toll, in ihre Haut zu schlüpfen. Cameron Diaz Co-Darsteller war Ed Burns, der das Drehbuch geschrieben hatte und Regie führte. Sein erster Film Kleine Sünden unter Brüdern hatte sie beeindruckt. Deshalb unterschrieb sie für dieses Projekt. Wir hatten sofort einen Draht zueinander und es war einfach etwas, das gut funktionierte. Die Auswahl ihrer Filmrollen machte sich für Cameron Diaz bezahlt. Auf dem jährlichen Show West Kongress wurde sie zum weiblichen Star von morgen gewählt. Dieser Award machte eine Menge Wirbel, denn die Preisverleihung war in Las Vegas. Cameron nahm ihren Preis entgegen, spielte im Casino und amüsierte sich. Sie zeigte sich in der Öffentlichkeit. Sie sagen, die ist zu hübsch für die Rolle. Es ärgert mich, vor allem, wenn ich weiß, dass ich die Rolle spielen könnte. Cameron Diaz interessierte sich für Independent-Filme. Sie bekam Rollen in Low-Budget-Produktionen wie Die Henkersmahlzeit und Feeling Minnesota. Nach 5 Jahren Beziehung trennte sie sich von Musikregisseur Carlos de la Torre und traf sich mit Vincent D'Onofrio, ihrem Kollegen aus Feeling, Minnesota. Während der Dreharbeiten wohnte sie im selben Hotel wie Matt Dillon, der gerade die Komödie Beautiful Girls drehte. Sie schienen sich damals einfach nur gut zu verstehen. Aber nach einem Jahr ging alles sehr schnell und sie sprach ganz offen darüber. 1996 spielte Cameron Diaz wieder eine Femme Fatale, diesmal in She's the One. Es hat viel Spaß gemacht, die Rolle zu spielen, denn sie ist völlig anders als ich. Es war toll, in ihre Haut zu schlüpfen. Cameron Diaz Co-Darsteller war Ed Burns, der das Drehbuch geschrieben hatte und Regie führte. Sein erster Film Kleine Sünden unter Brüdern hatte sie beeindruckt. Deshalb unterschrieb sie für dieses Projekt.
Wir hatten sofort einen Draht zueinander. Und es war einfach etwas, das gut funktionierte. Die Auswahl ihrer Filmrollen machte sich für Cameron Diaz bezahlt. Auf dem jährlichen Show West Kongress wurde sie zum weiblichen Star von morgen gewählt. Dieser Award machte eine Menge Wirbel, denn die Preisverleihung war in Las Vegas. Cameron nahm ihren Preis entgegen, spielte im Casino und amüsierte sich. Sie zeigte sich in der Öffentlichkeit. Das ist Publicity. Als sich Cameron Diaz entschied, wieder bei einem Hollywood-Film mitzumachen, gelang ihr damit eine Sensation. In Die Hochzeit meines besten Freundes spielte sie an der Seite von Julia Roberts. Dies war für sie aufregend und angsteinflößend zugleich. Sie macht das schon so lange und ist eine sehr erfahrene Schauspielerin. Ich bewundere sie und mir schlotterten damals die Knie. Was sie von Julia Roberts lernte, war Professionalität. Wenn sie ans Set kam, schlüpfte Julia immer sofort in ihre Rolle, war konzentriert, konnte ihren Text und wusste genau, was sie tat. Cameron Diaz' Bedenken waren überflüssig. Sie konnte neben Julia Roberts bestehen und gewann sogar noch mehr Fans. Das Magazin Rolling Stone nannte sie unwiderstehlich. Cameron ist göttlich nett und eine wirklich gute Schauspielerin. Sie hat etwas Liebes und fast Außerirdisches an sich. Man kann seinen Blick einfach nicht von ihrem Gesicht lösen. Sie ist ungeheuer begabt und süß. In ein Ungeheuer. Ich liebe die Botschaft des Films. Man kann Menschen nicht nur aufgrund ihres Aussehens beurteilen. Manchmal fühlen wir uns wie eine Prinzessin, aber meistens fühlen wir uns wie ein Ungeheuer. Und Prinzessin Fiona lernt, dass sie sich trotzdem so akzeptieren kann, wie sie ist. Der Film basiert auf einem Kinderbuch von William Steig. Er machte sich über die klassischen Märchen wie Schneewittchen und Aschenputtel lustig. Die ersten Aufnahmen für die Titelfigur Shrek hatte noch Chris Farley gesprochen. Nach seinem Tod 1997 wurde er durch Mike Myers ersetzt. Weitere Rollen übernahmen Eddie Murphy und John Lithgow. Die Autoren und Animateure haben großartige Arbeit geleistet. Da Eddie, Cameron, John und ich nie im selben Raum waren, war es unmöglich, viel zu improvisieren. Cameron Diaz erhielt für ihre Arbeit fast 3 Millionen Dollar. Keine schlechte Gage für eine Synchronsprecherin. Ihre nächste Rolle stellte eine größere Herausforderung für sie dar. Cameron Diaz spielte Tom Cruise' eifersüchtige Liebhaberin in dem Psychothriller Vanilla Sky. Für diese Rolle erhielt Cameron Diaz eine weitere Golden Globe-Nominierung, die dritte in 4 Jahren. Bis 2002 hatte Cameron Diaz an einer beachtlichen Reihe von Kinohits mitgewirkt. Die Maske, Die Hochzeit meines besten Freundes, Verrückt nach Mary und 3 Engel für Charlie hatten alle zusammen mehr als 100 Millionen Dollar eingespielt. Kein Wunder, dass sie immer höhere Gagen forderte. Man bekommt, was man kann. Dein Agent verhandelt und versucht, so viel wie möglich herauszuholen. Cameron Diaz bekam 15 Millionen Dollar für ihre Rolle in Super Süß und Super Sexy. Sie und ihre Kolleginnen Christina Applegate und Selma Blair spielen Freundinnen auf der Suche nach der großen Liebe. In diesem Film durften wir einfach Spaß haben und den Leuten zeigen, hey, wir sind Mädchen, so gehen Mädchen miteinander um und so sprechen Mädchen miteinander. Wenn ich jeden Tag mit ihr arbeiten könnte, würde ich sogar dafür zahlen. Der Film enthält viele gewagte Szenen. Mit Camerons und Christinas Rückhalt konnte ich ohne Probleme schlüpfrige Szenen spielen. Aber als meine Mutter den Film sah, fragte sie mich, was hast du dir dabei gedacht? Thomas Jane spielt Cameron Diaz' große Liebe. Sie ist sehr schwierig. Sie ist launisch, muffig, unpünktlich und kommt nicht aus ihrem Wohnwagen raus. Immer will sie Szenen nochmal drehen. Warum? Das war doch herausstellte Camerons Persönlichkeit sehr ähnlich.
Das wussten wir anfangs aber gar nicht, denn wir kannten sie ja nicht. Wir besetzten sie und lernten sie erst während des Drehs wirklich kennen. Sie ist ein Kumpeltyp, entspannt, witzig, clever, natürlich und cool. Das, worauf wir stehen. Eine, die mal ein Bier mit den Jungs trinkt. Cameron Diaz erhielt die Hauptrolle und spielte neben ihrem aktuellen Freund Matt Dillon. Cameron Diaz war die erste, die wir besetzten. Dann haben wir uns nach den anderen Figuren umgesehen. Matt Dillon wollten wir schon lange. Wir hatten aber keine Ahnung, dass die beiden ein Paar waren. Das war uns neu. Ehrlich, wir schwören es bei Gott. Und als wir die zwei zusammenbrachten, waren wir sogar ein bisschen besorgt, ob das zwischen ihnen klappt. W. Earl Brown spielte ihren geistig behinderten Bruder. Bei der ersten Probe spürte ich sofort, dass sie ihre ganze Persönlichkeit einbrachte und die Rolle dadurch belebte. Beim Dreh von Mary hatten alle einen Assistenten, nur sie hatte keinen. Ich weiß noch, es war kurz vor Weihnachten und alle schickten ihre Assistenten los, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Nur sie hat es selbst gemacht. Bei der Arbeit an Drei Engel für Charlie fragte ich sie, hast du mittlerweile einen Assistenten? Ich weiß nicht mehr, ob sie nun einen hatte oder nicht, aber ich bin mir sicher, ihr Leben hat sich sehr verändert, seit sie noch selbst ihre Weihnachtseinkäufe machte. Der Film bot jede Menge derben Humor, vor allem in der Hargeels-Szene, die legendär wurde. Vor dieser einen Szene hatte sie Angst. Sie sagte, ich mache alles in diesem Film, aber davor habe ich Angst. Zum Glück war die Szene auf Anhieb ein Knaller. Nach der ersten Vorführung sagte sie, okay, wir machen es. Es war wirklich mutig von ihr, denn ihre Karriere war kurz vor dem großen Durchbruch. Und zu diesem Zeitpunkt diese Rolle zu spielen, war riskant. Wenn die Leute den Film nicht lustig, sondern abstoßend gefunden hätten, dann wäre es das Ende ihrer Karriere gewesen. Sie wäre diese Szene mit dem Haargel nie wieder losgeworden. Verrückt nach Mary kam 1998 mit großem Erfolg heraus und blieb wochenlang in den Kinocharts. Ich war von ihrem Erfolg nicht überrascht, denn sie hat Mary auf den Punkt getroffen. Und zwar in nur 2 oder 3 Takes. Wir kamen gut voran. Es war alles so mühelos und natürlich. Ich wusste, sie würde ein großer Star werden. Für die Rolle in Verrückt nach Mary wurde Cameron Diaz zum ersten Mal als beste Komödiantin für den Golden Globe nominiert. Einfach unglaublich liebenswürdig. Ich denke, das, was man in die Welt ausstrahlt, bekommt man zurück. ...1993 verdiente Cameron Diaz als erfolgreiches Model $2000 am Tag. Sie arbeitete für renommierte Kunden wie Calvin Klein, Levi's und Coca-Cola. Wenn man ihre Fotos und Cover ansieht, sieht man, dass die Kamera sie liebt. Das Filmstudio New Line Cinema war auf der Suche nach einer temperamentvollen Schauspielerin für den Film Die Maske. Ich sah ein Drehbuch im Büro meines Agenten und witzelte, dass ich bereit für eine Filmrolle wäre. Diaz Agent verschaffte ihr das erste Vorsprechen. Ich sprach für eine kleine Rolle vor und sie mochten mich. Cameron Diaz hatte keine schauspielerische Erfahrung, aber Regisseur Chuck Russell war von ihr begeistert. Erst nahmen wir sie nicht ernst, denn sie hatte keine Erfahrung. Aber nach dem ersten Vorsprechen wusste ich, mit diesem Mädchen kann ich arbeiten. Chuck Russell war Cameron Diaz größter Fürsprecher. Er drohte der Filmproduktion sogar mit seiner Kündigung. Ich bezog eine klare Position. Ich hatte noch nie so ein Leinwandpotenzial gesehen wie zwischen Jim und Cameron. Ich sagte, ich habe die Verantwortung für die Regie dieses Films bekommen und so muss er sein. Und wir haben uns geeinigt. Nach 12 Castings gab das Studio endlich nach und Cameron Diaz erschien zum ersten Drehtag mit angespannten Nerven. Die ersten 2 Wochen waren sehr hart.
Es gibt Gerüchte, dass Cameron ein Magengeschwür hatte. Und das ist wahr, aber nicht wegen des Films, sondern wegen der Castings. Das Studio übte Druck aus, weil sie keine unerfahrene Schauspielerin wollten. Ich hatte wirklich keine Schauspielerfahrung. Aber ich hatte Lebenserfahrung und es machte so viel Spaß mit Jim. Er machte es mir leicht und ich ließ mich einfach mitreißen. Regisseur Chuck Russell kreierte einen fulminanten Auftritt für Cameron Diaz. Chuck sagte, mach dir keine Sorgen, ich überlege mir etwas ganz Besonderes. Ich wollte schon immer einer Frau den großartigen Auftritt verschaffen. In der Filmgeschichte sind es oft die ersten Aufnahmen, der erste Auftritt, der eine Person berühmt macht. Marilyn Monroe ist ein Beispiel dafür. Und es war meine Chance bei Cameron, denn ich war sicher, dass sie ein großer Star werden würde. Ich habe getan, was sie mir sagten. Bück dich, bleib stehen, richte dich auf. Being John Malkovich strahlt sie nichts von dem aus, was einem die Augen rausfallen und die Zunge bis zum Boden hängen lässt, wie in Die Maske. Diese Figur zeigte eine völlig andere Seite von Cameron Diaz. Sie trug kein Make-up und ihr Markenzeichen, das schulterlange blonde Haar, wurde durch eine braune, zerzauste Perücke ersetzt. Selbst Schauspielkollegen waren überrascht. Ich ging in die Maske und sie machten gerade was an ihren Lippen, sodass sie nicht sprechen konnte. Ich setzte mich neben sie, habe sie aber nicht wirklich erkannt. Sie sagte nichts, warf mir aber diesen Hey, wie geht's Blick zu, wie wenn man jemanden trifft und nicht weiß, woher man sich kennt. Als sie dann etwas sagte, wusste ich sofort, dass sie es ist. Aber ich saß bestimmt eine Minute neben ihr und habe es nicht gemerkt. Das zeigte ihre große Bandbreite. Und der Film kam genauso gut an wie vieles andere, was sie gemacht hatte. Die Kritiker waren beeindruckt und Cameron Diaz wurde zum zweiten Mal für einen Golden Globe nominiert. Sie sagte, es gibt eigentlich nur 14 Drehbücher und 14 Geschichten in dieser Stadt, aber Being John Malkovich ist die Nummer 15. Etwas sehr Originelles. Ihre Begleitung bei den Golden Globes war der Musiker und Schauspieler Jared Leto. Mit einem neuen Mann an ihrer Seite, Filmerfolgen und guten Kritiken begann das neue Jahrtausend für Cameron Diaz in Hochstimmung. Das Jahr 2000 begann vielversprechend für Cameron Diaz. Sie war als beste Nebendarstellerin in Being John Malkovich für den Golden Globe nominiert und hatte eine begehrte Rolle neben Lucy Liu und Drew Barrymore in Drei Engel für Charlie ergattert. Sie hatte gezeigt, dass sie eine Sexbombe sein konnte und romantische Komödien genauso wie seriöse Dramen spielen konnte. Und jetzt spielte sie zusammen mit Lucy Liu und Drew Barrymore in Drei Engel für Charlie. Die Kinoversion der Fernsehserie aus den 70er Jahren war ein Kassenschlager. Der Film hatte jede Menge weiblicher Fans und brachte dem Trio einen MTV Award für das beste Leinwandteam ein. Leute kamen zu mir und sagten, meine Tochter bewundert sie. Sie sind ihre Heldin. Das war wirklich das erste Mal, dass ich so etwas gehört habe. Die männlichen Zuschauer waren vor allem von der Idee eines Actionfilms mit weiblichen Helden fasziniert. Männer sehen sie gerne. Sie ist sexy, attraktiv, neckisch und hat ein umwerfendes Lächeln. Frauen nehmen sie anders wahr. Sie sehen ihren Humor, ihre spielerische Haltung, dieses ausgelassene Blitzen in ihren Augen, das sagt, schaut her, ich spiele in Drei Engel für Charlie. 8 Mile für die Verfilmung des Bestsellers von Jennifer Weiner. Als ich es las, hatte ich sie die ganze Zeit im Kopf. Wer könnte diesen Charakter besser spielen als sie? Man erlaubt ihr alles aufgrund ihres Aussehens und die Männer reagieren auf sie. Die Tatsache, dass Cameron die Rolle unbedingt spielen wollte, bestärkte mich darin, dass sie auch den dunklen Aspekt dieser Figur zeigen wollte. Wenige Tage vor der Premiere des Films nahm Cameron Diaz an einer Benefizveranstaltung zugunsten der Opfer von Hurricane Katrina teil. Wir haben uns zusammengetan, um etwas erreichen zu können. Wir haben uns zur Verfügung gestellt, damit Geld gesammelt werden konnte. Jeder hilft Einzelnen so gut er kann.
Aber es ist auch wichtig, dass wir zusammenhelfen. Wir werden in der Zukunft noch viel leisten müssen. Cameron Diaz ist nicht nur für den Hurricane-Hilfsfonds aktiv. Sie unterstützt auch diverse Umweltschutzprojekte. Auf MTV produzierte und moderierte sie die Sendung Trippin'. Jede Woche reiste sie mit einem prominenten Gast in ein gefährdetes Gebiet der Welt. Aber auch aus diesem Projekt machte die Presse eine Negativschlagzeile. Der MTV-Produzent Shane Nickerson ist verheiratet. Es gibt ein Foto, auf dem Cameron Diaz Shane umarmt. Das war ganz unschuldig. Doch die Presse machte daraus, die beiden haben eine Affäre und so weiter. Es hat ihrer Beziehung zu Justin geschadet. Dabei ist es nicht wahr. Und es hat Shane Nickersons Ehe und Familie belastet. Cameron Diaz und Shane Nickerson dementierten die Behauptungen und verklagten die Zeitschrift wegen Verleumdung. Das hat sie so geärgert, dass sie sich sagte, jetzt reicht es. Ich lasse das nicht zu. Ich lasse mir nicht ständig Skandale andichten. Familien müssen wegen einer unschuldigen Umarmung leiden. Wir werden sie in ihre Schranken weisen. Und das tat sie auch. Mit Erfolg. Sie hatte also eine sehr interessante Beziehung zur Klatschpresse. Völlig skandalfrei war ihr Überraschungsbesuch an der Stanford University, an der sie eine Vorlesung über umweltfreundliches Design hielt. Im Dezember 2006 spielte sie mit Jude Law in der romantischen Komödie Liebe braucht keine Ferien. Die besten Ferien sind, wenn ich mit Freunden oder meiner Familie verreisen kann. Einfach mit Menschen zusammen sein, die ich liebe. Unsere ganze Familie verbringt gemeinsam eine Woche. Das sind meine liebsten Ferien. Der Großteil des Films Liebe braucht keine Ferien wurde in und um London gedreht. Ich weiß nicht, wie Cameron England verwandelte Cameron Diaz über Nacht vom Model zum berühmten Filmstar. Camerons Erfolg ist ein Phänomen. Plötzlich war sie ganz oben. Sie ist klug und lässt sich nicht als blondes Dummchen darstellen. Ich fragte sie, wo hast du Schauspielen gelernt? Und sie, gar nicht. Ich war auf keiner Schauspielschule. Ich sagte, dann geh nie auf eine. Ich glaube, der Markt hat sie gebraucht. Cameron ist einfach unglaublich liebenswürdig. Ich denke, das, was man in die Welt ausstrahlt, bekommt man zurück. '93 verdiente Cameron Diaz als erfolgreiches Model $2000 am Tag. Sie arbeitete für renommierte Kunden wie Calvin Klein, Levi's und Coca-Cola. Wenn man ihre Fotos und Cover ansieht, sieht man, dass die Kamera sie liebt. Das Filmstudio New Line Cinema war auf der Suche nach einer temperamentvollen Schauspielerin für den Film Die Maske. Ich sah ein Drehbuch im Büro meines Agenten und witzelte, dass ich bereit für eine Filmrolle wäre. Diaz Agent verschaffte ihr das erste Vorsprechen. Ich sprach für eine kleine Rolle vor und sie mochten mich. Cameron Diaz hatte keine schauspielerische Erfahrung, aber Regisseur Chuck Russell war von ihr begeistert. Erst nahmen wir sie nicht ernst, denn sie hatte keine Erfahrung. Aber nach dem ersten Vorsprechen wusste ich, mit diesem Mädchen kann ich arbeiten. Chuck Russell war Cameron Diaz größter Fürsprecher. Er drohte der Filmproduktion sogar mit seiner Kündigung. Ich bezog eine klare Position. Ich hatte noch nie so ein Leinwandpotenzial gesehen wie zwischen Jim und Cameron. Ich sagte, ich habe die Verantwortung für die Regie dieses Films bekommen und so muss er sein. Und wir haben uns geeinigt. Nach 12 Castings gab das Studio endlich nach und Cameron Diaz erschien zum ersten Drehtag mit angespannten Nerven. Die ersten 2 Wochen waren sehr hart.
Es gibt Gerüchte, dass Cameron ein Magengeschwür hatte. Das ist wahr, aber nicht wegen des Films, sondern wegen der Castings. Das Studio übte Druck aus, weil sie keine unerfahrene Schauspielerin wollten. Ich hatte wirklich keine Schauspielerfahrung, aber ich hatte Lebenserfahrung und es machte so viel Spaß mit Jim. Er machte es mir leicht und ich ließ mich einfach mitreißen. Regisseur Chuck Russell kreierte einen fulminanten Auftritt für Cameron. Das Mädchen und ich eher die Quertreiberin. Cameron Diaz war eine leidenschaftliche Sportlerin. Mit ihren Freunden nahm sie 2 Stunden Busfahrt zum Strand in Kauf, um zu surfen. Sie spielte gern Baseball und ging gerne wandern. Die Kinder dachten sich wilde Ballspiele aus. Sie raufte und brach sich als junges Mädchen sogar die Nase. In der Highschool tanzte Cameron Diaz im Cheerleader-Team. Privat trug sie gerne Bandshirts und darüber Flanellhemden, beeinflusst von den Rockbands jener Zeit. Sie war sehr dünn. Die Kinder nannten sie Skelett und es dauerte seine Zeit, bis sie Oberweite bekam. Trotz ihrer schlaksigen Figur bekam Cameron Diaz viele, meist unseriöse Angebote für eine Modelkarriere. Doch einer meinte es ernst. Der Fotograf Jeff Dunas lernte sie auf einer Hollywood-Party kennen und vereinbarte für die 16-Jährige einen Termin bei der Modelagentur Elite. Er gab ihr seine Visitenkarte und sagte, gib die deinen Eltern. Wenn sie mich anrufen, kann ich fragen, ob ich dich für eine Agentur fotografieren darf. Das war seriös. Also rief ihr Vater an und traf sich mit ihm, um die Möglichkeiten zu besprechen. So bekam sie einen Vertrag mit Elite. Eine Woche später bekam Cameron Diaz ihren ersten Auftrag für das Teen Magazine. Ihr erster Modeljob brachte ihr $125 ein. Beim Modeln schießt man immer nur kurze Zeit ein Motiv, dann kommt schon das nächste. Manche Aufgaben beim Modeln mochte sie wirklich nicht, bei anderen war sie ganz frei und die machten ihr Spaß. Cameron Diaz Teenagerzeit als selbsternannter Rock'n'Roll-Freak endete mit dem Beginn ihrer internationalen Modelkarriere. 1990 wurde Cameron Diaz von einem Fotografen entdeckt und damit begann ihre Modelkarriere. Nach der Highschool reiste sie zur Aufnahme nach Japan. In Japan zahlte man ihr pauschal $10,000. Aber das Geld brauchte sie auch in den 3 Monaten zum Leben. In Japan haben Models einen Chauffeur, kommen in Clubs ohne Eintritt zu zahlen und man bekommt freie Drinks. Denn man ist da, um angeschaut zu werden. Cameron Diaz' Modelkarriere begann zu florieren. Sie jettete um die ganze Welt, von Australien nach Mexiko, von Marokko nach Frankreich. Und sie hatte ihre erste ernsthafte Beziehung mit dem Regisseur Carlos de la Torre. Sie modelte weiter und begann sich für die Schauspielerei zu interessieren. Wollte sie wirklich Schauspielerin werden?